Sag schon, Cousin, Cousine, was geht? Ich würde gerade sagen, was ist mein Onkel? It's only a game. Why you have to be mad? Hallo Pascal. Fehler machen ist nicht das Problem, man muss nur dazu stehen. Das können die wenigsten. Ich konnte das auch nicht. Ich habe echt lange gebraucht dafür. Und JPEG, Dankeschön für den Prime im 30. Monat. EP-Talk mit Stay Valle, Kuba, Apollo, so ich fühle. Warum? Worüber? Ich glaube, ich habe schon alles gesagt, weil ich in meinem Kopf drin habe, genau wie Stay. Wir sind ja schon so richtig, Alter, wir sind so lang schon dabei. Also hier sind FPS gut, ne? I love it. Mal gucken, wie heute wird. Das ist ein Kraft. Achso, ja, Bruder, tut mir leid. Oh mein Gott, ich erwarte fürchterliches. Ich habe gerade 150 FPS. Ja. Hi. Oh. Hallo. Machst du schon wieder Sport? Ja, mit dem Pinsel zusammen. Wo oben? Ach ja, wir sind gerade fertig. Okay. Soll ich warten oder soll ich euch entgegenkommen? Das hast du gut. Haust du dem gerade auf den Arsch? Nee, einen Applaus für uns beide, das muss sein. Ach, mit dem machst du Sport, aber mit mir nicht, ne? Ja, sag doch, dass du auch willst. Ja, du kannst mir mal ein paar Übungen zeigen. Ja, gerne. Okay, ich bin auf dem Weg. Ja, komm hoch. Ja, ich komm hoch. Ja, aber hol dich jetzt. Nee, ich seh euch. Du kannst gleich mal anfangen, hier hoch zu joggen, mein Freund. Nee. Heute ruhig. Ja, heute ruhig. Erinnere mich dran, dass ich den Rasenmäher holen muss. Ja, das und sieht schon wieder hier aus. Auch. Das ist asozial, wie es hier aussieht. Oh Gott, ich kann nicht mehr, mir schwindelig. Dann darfst du nicht so ruhig so übertreiben. Ach komm. Ach komm, Wasser, komm. Ach komm, komm. Lass es sein, du Schwein. Oh. Das muss nicht mehr hochkommen. Oh. Fertig, ey. Erstmal ein Trinkgebäck hier. So dauert noch 2-3 Minuten. Der braucht so lange. Ey, Mann. Nee, Engel, wir wohnen jetzt zur Miete, die gehört dem Juri. Ich seh euch schon. Ja, ich seh dich auch schon. Moinchen. Moinchen. Hallo. Hi. Hi. Na? Ja. Long time no see, Pinselchen. Ich war gestern krank. So jetzt. Du warst krank? Ein Tag? Ja. Ja, ich bin nur angeschlagen, aber. Das ist meine Ausrede. Was denn? Was denn? Ich sehe, du hast deinen Schuh noch. Ich habe gehört, du wurdest fast abgestochen. Ja, fast. Ja, das aber haben wir gestern geklärt. Ich bin wie Usain. Ich habe das geklärt. Ich allein. Und Twinkie. Warum kriege ich keine eigene Actionfigur? Ja, da frag mal hier unser Speckbäckchen. Der hat uns angeboten, dass wir noch 2 bekommen. Aha. Und warum kämpfst du nicht für mich? Wir haben für dich gekämpft. Ja, also ich. Aber da kam er dazwischen. Ich hab Daumen gedrückt. Ja, und er hat gesagt, er möchte mit mir eine Figur haben. Ja.
Weil ich will meine eigene Peanuts-Frisur. Figur. Ich weiß nicht, wie ich auf Frisur komme. Weißt du, wie sieht's denn heute aus? Wie, meine Frisur? Ja, ich hab wieder volle Haarpracht. Du weißt doch, ich trinke mal Alpecin. Ja. Aber finde ich gut, dass du auch mal hochgezogen bist. Ist das erste Mal, dass ich dein Auto hier parken will? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, du kriegst gar nicht, das stimmt nicht. Nee, der Ali hat's ja mal gemobst. Na, der Ali kommt hier mal hoch, ne? Der hat doch den Rasenmäher gemobst. Ja, und den riesen, wer ist der Ding, Bagger? Warte. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, wie die das macht, ohne eine Welle auszuschlagen, ne? Ein bisschen. Oh, sie duscht. Oh Gott, da muss ich. Ich stell mal so Bauchbeine vor. Oh ja, alles gut. Oh, jetzt kommt ist da so ein Wasserstrahl? Gönnst du dir, Twinkie? Bitte? Ist da so ein Wasserstrahl, der da an der Seite rauskommt? Ich muss meinen Bauch hochhalten, damit auch überall gut Wasser hinkommt. Nee, heute nicht. Bitte nicht, ich bin wirklich ein bisschen krank. Ich mache ja noch nicht einmal drin. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf Kopfschmerzen, mir reicht. Wie, hast du Kopfschmerzen? Hallo. Noch nicht. Am besten bleiben wir den ganzen Tag hier heute. Was machst du? Mädel, Leute. Headbang. Oh, ich hätte mal normal. Okay. Ja. Bist du frisch? Du hast deine Klamotten und dein Körper gewaschen. Ja. Okay, dann Speckbäckchen, auf geht's. Mach nicht dieses. Wohin auf geht's? Ja, Sport machen. Nee, du wolltest mir. Nö. Du zeigst mir Übungen und ich mach die dann vielleicht morgen. Ich schwimme und fange ich mit Sport an. Ja, komm, ey, das hast du 100-mal schon gesagt. Nee, das glaube ich erst. Das glaube ich erst, wenn du es machst. Wenn ich sehe. Das stimmt so nicht. Ja, ja. Bis morgen hast du die Übung eh wieder vergessen und dann verdrehst du dich komplett und dann hast du wieder Rücken. Das ist eine Lüge. Dann zeig mal ein paar Übungen. Das mache ich, wenn wir Sport machen. Ja, okay, dann komm, wir machen Sport. Oh, nicht schon wieder. Okay, na schön. Ja, hier am Pool machen wir das. Ich mache immer hier, weil die Aussicht so schön ist. Ich dachte, dir gefällt dir nicht wie in die Tankstelle. Ja, die ignoriere ich mittlerweile gekommen. Die wird eh bald abgerissen. Okay, was soll ich machen? Na, Sport eben. Sport. Müssen wir ein bisschen aufwärmen. Okay, wie machst du das? Einfach na, zappeln? Einfach ein bisschen rumzappeln. Einfach zappeln? Einfach zappeln. Ja, na los. Also so. Ja, genau. Fertig. Ja. Nee. Weiter. Das muss schon länger gehen. Okay. Das ist aber anstrengend. Ja, sag das mal dem Julio. Bam, kriegst ein. Okay, so. Wie lange müssen wir das machen? Dann ein bisschen dehnen. Okay. Oh mein Gott. Einfach dehnen. Oh, mein Hose. Oh, zum Glück habe ich schon Leggings an. Okay, und dann? Oh, weiter. Und was, wenn meine Hose reißt? War grad offen, musst raus. Oh Gott. Ich bin gedehnt. Okay, und jetzt das Workout. Okay, das muss ich mir echt abgucken. Ja. Shakira. Shakira. Das Workout. So? Nein. Nee, ich glaube, ich mach falsch. Ja. Das ist eher so mein Style. Oh Gott, oh mein Gott. Komm, ich komme mal wieder an Schwitzen. Mach mal schön weiter. Ja. Oh mein Gott. Oh.
Geil. Kann dann ein bisschen Barry White aufspielen? Ich bin im Pfad. Ich bin die Titanic. Ist ja auch wie eine Seerobbe. Ja, wie ein Walross. Oh, das tut gut im Rücken. Aber wir sind... Oh, tot. Guck mal, wie breit ich bin. Naja. Oh. Guck dir das an. Von Muskeln kommt diese das aber nicht. Stählerne Muskeln. Unter meinem Marinade. Marinade. Oh. Ich bin nicht kranig. Welchen Knoten? Ich spüre mein Bein nicht mehr. Es kribbelt. Ach je. Das kriegst du nie wieder auseinander. Wir müssen unsere eigene Energie finden. Ich hab Hunger. Ich hab auch scheiße Hunger. Also ich würde auch losmachen wollen jetzt. Kann mir einer aufhelfen? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Hallo, Freunde. Ich kann nicht aufstehen. Hey. Meine Beine sind taub. Bestell ich halt Pizza. Arschlöcher. Ich will auch Pizza. Nee, du kriegst keine. Du hilfst mir auch nicht hoch. Wie, du hast ja gar nichts gesagt. Doch, ich hab gefragt, ob du mir aufhilfst. Ich spür meine Beine nicht mehr. Pinsel, hast du was gehört? Nee, ich auch nicht. Ach, ihr verbrüdert euch gegen mich, ne? Na, komm hoch. Komm hoch, Speckbäckchen. Okay. Hilf mal, Pinselhilfe. Der eine Bein muss nach rechts. Ja. Und so. Das andere so. Und jetzt hoch. Oh Gott, und das ist jetzt hoch. So, okay. Okay, dann auf zum Auto, da ist was zu futtern. Oh. Was ist da? Warte. Warte nur. Meine Beine fühlen sich komisch an. So geht das, muss so. Muss gar nicht. Ich konnte 3 Tage nicht laufen nach dem ersten Mal Sport. Ach, deshalb warst du nur zu Hause. Oh, Julio hat mich richtig fertig gemacht. Wer hat dich fertig gemacht? Julio. Was für ein Julio? Mein Sporttrainer. Wo ist der? Den kenne ich ja gar nicht. Also den hast du bestimmt schon mal gesehen hier. Sag mal, googelst du jetzt dein ekelhaftes Zeug in deinem Hals, du ekelhafte Sau? Ja. Schluck's gefälligst runter, Bitch. Okay. Er googelt das einfach. Ist kompetent, Junge. Wir müssen mein Auto abholen noch. Ja, richtig. Ja. Oh, oh je, je. Ich bin ganz schön go. Fängt das schon wieder gut an. Oh, bitte nicht. Na nee, komm, bin heute müde. Ja. Heute wirst du gefickt, Pinsel. Gefickt. Nein. Durch deine Crocs. Deine Sau, hol mir das Ding auf den Arsch. Warte, mit welchem Auto fahren wir? Wir haben nur 2 Zweisitzer. Ich fahr mit Pinsel. Okay. Ach, dann küss den doch. Oh, dann fahr du doch mit Pinsel. Ich wollte eigentlich mit dir fahren, aber scheiß auf dich. Oh, okay. Verlier halt wie immer. Zusammen immer ja, aber halt. Wir müssen 5-mal fahren. Wir müssen zur Autowerkstatt und dann wieder hin. Ich schaffen. Hey, Jüngchen. Komm zu Mama. Du gehst nicht schlafen, komm. Oh, 5-mal. Nein, das war nur provisorisch. Wie okay. Wäre es, wenn wir uns ein Taxi rufen? Das ist auch eine gute Idee, ne? Wo bin ich da nicht drauf gekommen? Weil ich bin hier von uns dreien das Brain. Ich hab Hunger. Ja, du bist... Ich hab nichts zu essen. Ja, hier drüben in der Karre. Steht er immer noch da so. Ich
bin, gib, lass mich gucken. Hey, ich hab auch Hunger. Oh, guck mal, du nimmst ein Auspuff. Das ist gar nicht wahr. Hier ist noch all dein Zeug drin. Ja, mein Zeug. Oh. Ich hab's ja, gefallen. Mein Zeug auch. Ach komm, halt deinen Mund. Ja, nee, komm, gib Ruhe. Halt deinen Mund. So, das ist deins. Davon ist ein... Oh, Maisgolben gehört auch mir. Und der Schoko-Eisbecher. Und ja, mach doch fertig. Twinkies. Ja, jetzt beruhig dich. Ich hab auch Hunger. Boah, immer dasselbe. Ich hasse dich. Du hast dich voll verändert. Dann such dir eine neue Frau. Nö. Ach, jetzt so meine Kinder. Das hört sich so ekelhaft an. Pinsel, da ist noch was drin. Ja, wir brauchen ein Taxi, ich rufe eins. Ja. Für wen? Für uns. Na, für uns. Wir müssen zur Autowerkstatt. Boah. Ein Burger. Da geht mal wieder keiner dran. Katholische Männerpuffe, wir betteln selber. Typisch. Was denn da? Was geht? Wir brauchen Taxi-Pinsel, Twinkie und ich. Großartig. Wo seid ihr denn? Ja, wir sind bei uns zu Hause. Ja, wo ist denn bei dir zu Hause? Da, wo Willi wohnt? Ja, genau. Ja, okay, alles klar. Auf diesem Villenhausgelände. Ja, Villenhausgelände. Ja, der Opa, gib mir Schlüssel jetzt hier. Genau, Opa, gib dem den Schlüssel. Schickst du uns ein Taxi, Holländer? Ja, ja, ich komm da gleich hin. Ich bin sofort bei dir. Okay, danke. Hi, Ding. Hau rein. Da rein. Boah, jetzt kommt der Holländer. Oh. Ich geh schlafen. Oh. Ich geh schlafen. Good night. Bye. Hast du Haschisch gefüttert? Nee, das kannst du schön selber machen. Ach ja, dann fütter ich deinen dummen Vogel auch nicht mehr. Tust du doch eh nicht. Ja, tu ich wohl, hab dem gestern Ofensalami gegeben. Tag. Dem Kackvogel. Oh, geh wo. Der hat eine Ofensalami bekommen. Was gibst du denn eine Ofensalami? Ja, der hat Bock drauf gehabt. Ich hab den auch mit meiner Fletcher abgeschossen, als der geflogen ist. Oh, du bist so wahnsinnig. Und ich hab nicht getroffen. Ich? Hat Glück gehabt. Oh, danke schön, Pinsel. Haschisch! Ist ja sowas? Klar, der ist alles ein Müllschlucker. Du bleibst. Oh. Nein, nein. Halt dich zurück, Junge, halt dich zurück. Oh. Krieg deinen Vogel unter Kontrolle. Ah, komm, gib dein Leben unter Kontrolle. Maul. Ich hab dich aus der Gosse geholt. Ja, schieß. Du sollst doch keine Cola in Wasser werfen, Dummkopf. Ja, warum denn nicht? Wenn der Durst hat. Der hat Wasser. Vielleicht will der kein Wasser. Da, hier auf Schisch. Doch, der will Wasser. Ja, Schisch. Bist du Meeresbiologe? Und davon. Hä, was schmeißt du denn da alles rein? Das ist kein Mülleimer. Oh, ja, wow. Fütter du deinen scheiß Vogel mit dem Scheißzeug. Ach komm. Wenn Ach, du rumzippen willst, dann machst du woanders. Haschisch ist Veganer. Veganer. Ja. Weiß. Der isst nur super Bio-Gemüse von Unge. Lila Karotten und so. Du hast dich voll verändert, Twinkie. Du warst oh, so ein braves Mädchen vom Land. Guck, was aus dir geworden ist. Ein Prachtexemplar von Frau für dich. Danke, Pinsel. Schmiede keinen Honig um den Mund, sonst kriegt die wieder Hunger. Ach komm. Ach. Kann froh sein, dass ich so einen guten Haarwuchs habe. Die frisst nämlich jeden Tag die Haare vom Kopf. Mhm. Boah, ich stinke so nach Schweiß. Ja, dann geh duschen. Warum bist du denn nicht in den Pool gegangen? Ich weiß nicht. Leg dich zu Haschisch. Ich zieh dich ein bisschen durchs Wasser. Ist wie Waschmaschinen-Effekt. Meinst du? Ja. Okay. Oder hier, warte. Nimm das mal.
Danke. Setz dich hin. Jetzt halt so hinten, hinter deinem Puppe so. Dann drück den Knopf und dann schwimmst du hier durch. Das ist wie so ein kleines Boot. Oh, warte. Hallo? Willi? Wir sind im Pool. Natz. Ja. Ja. Taxi kommt. Okay, aber der Taxi kommt jetzt gleich. Ja. Ich habe ein Gehör, ne? Wie ein Elefant. Brumm. Los, schwimmen. Ja, super. Hovercraft. Ja. So nass kommst du nicht in mein Taxi rein? Der ist nicht nass. Bis dann, Willi. Ja, kommt. Dankeschön, Olinda. Kein Ding. Meine Schuhe sind nass. Ja. Ihr saugt das alles wieder meine aus. Auch, ne? Die quietschen wie Gummistiefel. Komm her zu mir, Puddingteilchen. Lass ein bisschen kuscheln. Ich wusste gar nicht, dass die Krux quietschen können, wenn da so viele Löcher drin sind. Ja, das ist aber die Sohle, die quietscht. Ja, hast Ronja du Schuhe in deinem Leben haben gehabt? Ronja hat doch Krokis an, Alter. Ja, und? Ja. Die sind in der Schein. Warum bleibst du stehen? Da ist kein Tor. Kannst du uns zu unserer Werkstatt fahren, bitte, Olinda? Ja, du wirst verkloppt. Mitch. Ja. Ich glaube, ihr wart ja auch auf die Insel, oder? Ja. Und war gut? Ja, war voll geil. Pinsel war auch da. Ne, Pinsel war nicht dabei. Haha. Weil er wieder gelogen hat. Bemüht. Ja. Bemüht. Ja, also war gut da, oder was? Hat sich gelohnt für die Geld? Ja, auf jeden Fall. Ja, die andere sagen, alle hat sich überhaupt nicht gelohnt für die Geld. Doch. Aber dann war nicht bei der falschen Bühne. Ja, Knicker, hat das gesagt. Und, Hase-Peter? Ja. Knicker. Und Hase-Peter auch? Aber nö, weiß ich nicht. Das habe ich nicht gesprochen. Der Taxi da noch, Capspray da? Was? Was für Hölle? Parkhaus 20, okay, alles klar. Ich denke mal vorbei, bis dann. Tschüss. Oh, Pinsel kriegst du einen Schlaganfall. Nee, warum? Okay. Weil du gefangen hast, dass hier los ist. Ja, mit dir labert. Der muss hier. Zentrale bin ich. Zentrale? Ja, im Moment, ist viel los im Moment. Oh, kann man gut Geld verdienen? Ja, jetzt wieder weniger. Ja, weil du alles wegschnappst. Wie wieder alles wegschnappen, wenn sich keiner dies meldet? Ich kündige bald und Twinkie geht strippen. Ach so, bist du eine Zuhälter? Ja, warum bin ich ein Zuhälter, wenn meine Frau exotischen Tanz macht? Mann, Julian. Ach so. Du bist dann nur der Aufpasser. Ja, der Bodyguard. Oh mein Gott, wie fährst denn du Auto? Boah, wie fahr ich Auto? Hast du wieder einen Schnäppelkäst getrunken? Nee. Gött Buller gefressen. Was für ein Kotzbüller? Schokomel hat er getrunken. Ja, richtig. Ey, guck mal, der kennt sich aus. Ja, so ein Kieferkakao. Schokomel. Ich heiße nicht umsonst Molz mit Nachnamen. Danke. Dank dir. Jo, kein Ding. Gott, der fährt nicht mehr tot. Hoffentlich baut der einen Unfall. Ja, aber wir müssen... Ein bisschen sauer auf mich? Ach, lass mich in Ruhe. Ach, komm. Ich meine das doch nicht so ernst. Warum bist du jetzt so... Muss ich heute Abend wieder ran? Nee. Boah. Muss ich wieder gut machen? Nee. Oh Mann. Wie, oh Mann, als hättest du das nicht gehört, wenn es klatscht. Du hängst doch immer mit einem Glas an der Wand, du Schwein. Diese Bilder in meinem Kopf. Wir haben dünne Wände. Kannst du aufhören, jetzt sauer auf mich zu sein? Ja, dann halt dein Maul. Komm mal.
Jumbo, danke schön für den Prime Sub am 12. Ene, mine Motze, Finger in die Fahrradkette. Und Specky, danke für den Resub im 3. mit Prime. Und Kussi, danke für den Resub im 6. Danke. Und hallo Schnappi und hallo Fischer, was geht? Egal, weil da verändert sich ja nicht wirklich viel. Ja, dann was cracken, Amigos? Du was cracken. Ich wollte mein Auto holen. Dann mach mal den drauf, ja? Boom Boys. Ja. Was geht? Was geht? Was geht ab, Alter? Was geht? Hallo, was machen Sachen? Sachen machen. Was machen Sachen? Auto abholen. Ah, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Der Kollege steht draußen. Welcher Kollege? Da steht nur eine Frau. In so einem ganz komischen Cosplay-Ding. Ich glaube, die cosplayt eine Glühbirne. Nee, die cosplayt Tron, ne? Wer ist ein Tron? Das ist so ein Hacker aus Kölle. Kennst du dich Tron Legacy? Nee. Uff, jetzt bin ich enttäuscht. Kennst du Andy Bulala? Nein. Das ist ein indischer Skateboardfahrer. Noch irgendwas an Farbe, oder? Nee, die Farbe, so lassen wir. Ja. Was haben wir als nächstes? Als, ja. Ja gut, danke für den Service. Ansonsten Anbauteile. Scheiben? Ja. Weißt du jetzt, warum ich nicht hier hin will? Verstehst du es jetzt, Pinsel? Kriegst du es jetzt in deinen Kopf rein? Hier wird Kundenservice groß geschrieben. Ja, der war auch blind. Der eine sah aus wie ein Zombie, Alter. Der war blind. Die soll ja schnell arbeiten. Wo ist denn hier einer? Hier ist keiner. Ich gehe nie wieder hin. Ach, scheiß mal, wo 5 muss ich da wieder hinlaufen? Schabab, da draußen ist keiner. Dann einmal bitte gedulden. Ja, wie gedulden? Ich bin da. Ich wollte mein Auto abholen, Chef. Welchen denn? Den Rebler, den roten. 5 Excel ist das Nummernschild. Hab's gestern Abend hergebracht. Bei der Reparatur oder? Nö, wurde getun, wurde tiefer gelegt. Für $13,000. Bist du gerade am Überlegen? Peanuts. Ne, ich hab grad geguckt. Achso, hast du so eine smarte Brille? Ja, ich hab grad geguckt wegen Kennzeichnung. Und VR-Chat. Ja. Ja. Another Nameless Good. Vielen Dank für den Resub im 28. Monat. Kekusch Piki. Danke. Dann haben wir hier einmal den Schlüsselchen. Dankeschön. Bitteschön. Und viel Spaß damit. Ne? Danke. Yep, ist bezahlt. Ja, na klar, weiß ich doch. Kinderleck, Dankeschön für den Prime 26. It's only die haben einfach die neueste Technologie. Ja. Der Typ steht neben mir. Und ich sag, bist du am Überlegen? Dann sagt er, ne, ich guck grad wegen dem Auto. Und steht einfach rum. Sag, hast du eine Smart-Brille oder was? Na so, jupp. Na so, oder so. Ich komm hier nicht mehr hin, Alter. Ehrlich nicht. Die wollen mich verarschen. Oh, ich geh ins Pendling. Da draußen ist keiner. Ja, da müssen sie sich gedulden, sagt er. Was ist, wenn ich Termin hab? Boah. Ob das so gut fährt? Was? Das ist doch nicht unser Auto. Ja, doch. Das ist schon echt tief gelegt, ne? Sieht so anders aus. Warum? Ich weiß nicht. Runter vom Auto, du Arsch! Meinst du, die haben es verändert? Hüpf! Weil es vorhin nicht rot? Nein, das ist doch rot. Oh. Ah, jetzt! Im Licht ist besser. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein bisschen zu tief gelegt. Jetzt, wo wir drin sitzen. Oh, bleib vorsichtig.
So. Oh Gott. Aber ich schneid euch an, wir machen mal eine Probefahrt. Lass du, das muss so sein. I know what you mean. Du hättest mal müssen testweise die Reifen, die ich habe, aufpacken. Bist du verrückt? Dann kommt das Ding ja ganz schön später. Oh, hat auf jeden Fall mehr Grip auf dem Boden. Auf der Straße. Oh Gott. Was denn? Oh, du fährst. Oh mein Gott. Oh bitte Gott. Nicht. Bitte nicht. Oh, ist alles witzig. Ja, fährt sich gut. It's all my fun, Twinkie. Ja, das machen wir mal. Oh, der hat aber auch gedriftet, ne? Ja. Oh, der ist aber ganz tief in der Pommes verankert, du. Ja, fährt sich gut. Komm, Twinkie. Warte, lass mich kurz machen. Ich habe hier nämlich Sachen im Kofferraum gehabt. Ah, ist noch alles da, wird schon offen. Vor allem meine Spitzhacke, die brauche ich. Will nachher noch meinen Block aus Ende bauen in Minecraft. Ich habe schon 3 Kühe und war schon mit dem Enderman unterwegs. Oder wie der heißt. Tinkerman? Ja, Tinkerman. Um. Und so ein paar Kinder aus Brasilien haben mich gekrieft. Ich versteh's nicht. Eieiei. Pinsel, hab ich dir schon was erzählt? Ich bin jetzt im Goldhandel. Ich handle jetzt mit Goldnuggets. Oh nee, was am Fluss? Willst du in meiner Firma anfangen? Oh, sag mir bitte, du warst am Fluss. Ja, Herr, wo weißt du das? Weil dort gibt's Gold. Gluck, gluck. Er war am Fluss. Ja. Oh Gott. Und es ist nicht so romantisch, wie er dir erzählen will. Jawohl, es ist voll romantisch. Gestern Abend war voll gut. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber ich habe dir schon Kunden abgeliefert. Was hast du? Ich habe dir schon Kunden abgeliefert. Die wollten dann arbeiten. Ich war ja nicht da zum Arbeiten, sondern um Gold zu suchen. Und? Oh mein Gott, aua, komm! Oh nein! Ei, nicht gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nicht gut! Hilfe! Bruder, ich hab einfach 40 FPS nur auf dem Server. Ich hab keine Ahnung warum. Das war vorher nicht so. Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. So, wir restarten. Chris, danke schon für den Prime im 3. Monat. Danke. Netzteil kaputt, ja. Das hat nichts mit meinem Permanent-Kiste zu tun. Wird aktuell immer schlimmer. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv schlimmer geworden. Ja, natürlich liegt das am Server. Irgendwas ist da. Eieiei. Das ist schon fast unspielbar, muss ich ehrlich sagen. No hate. Das erinnert mich ein bisschen an GTMP-Zeiten mit 35, 40 FPS durch die Stadt zu gucken. Und Tyrese, Dankeschön für Luisa im 31. Christian aufs Nüsschen, du 31er. Das Auto im matt-schwarz geilo. Nee. Farbige Autos besser. Nicht nur am PD, ich hab das überall. Außerhalb der Stadt, bei uns zum Beispiel. Guck mal, ich hab oben, wo wir wohnen, habe ich 150 FPS. Ach, Server voll, war klar. Oh mein Gott, verfluchter Sonntag schon wieder, Alter. Dass du deine Darstellungsdistanz runter... Nee, was ist das denn? Natürlich, Bruder. Ich hab an meiner Config nichts geändert. Und ich bin momentan komplett Vanilla GTA unterwegs. Ich habe nicht mal LA Roads installiert. Kann man Autos aus dem Wasser holen? Ja, mit einem Abschlepper.
Ach nee, ich habe die Sternmod noch drauf. Aber daran liegt's nicht. Ja, ja, nimm's weg. Ich weiß, wer die Darstellungsdistanz auf volle Pulle oben hat, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. Unter erweiterte Grafik, das kannst du nicht. Nicht unter Rage. Wenn du auf dem Server spielst, 5M oder so. Alt wie, dann kannst du das machen. Aber nicht unter Rage, auf keinem Server. Oh, jetzt sag nicht die, oh mein Gott, jetzt sag nicht, die sind im Fluss geflogen. Oh mein Gott, oh mein Gott, aua, komm. Oh mein Gott. Ja, wir sind am Arsch. Oh mein Gott. Den kriegen wir nicht da raus. RIP Auto. Habe ich mir schon fast gedacht, hat Dienste. Ja, wir haben beide gleichzeitig Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen, Alter. Game Crash, Mann. Das ist einfach schon wieder verflucht heute. Ne, die hat einen Crash gehabt, die Mila. Aber wahrscheinlich wird das Auto gleich trotzdem oben auf der Straße stehen. Das bleibt meistens genau da gesinkt, wo man gecrashed ist. Ich hab's bei Rage immer an und hab meine 100 FPS, aber nicht auf Unity. Hundertprozentig niemals im ganzen Leben. Hast du mit erweiterter Darstellungsdistanz und mit der anderen Darstellungsdistanz 100 FPS auf Rage? Niemals. Oder du hast den Computer von Mehmet, der bei Rage MP mit 600 FPS rumläuft. Angeblich. Ja, genau, Alpha. Nicht Unity, aber anderer Server. Und der läuft wahrscheinlich dann unter Rage 1.1. Weil da ist das ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier gerade 118 FPS. Wenn ich in die Richtung gucke. 124, 126 sogar. Wenn ich mich umdrehe, 108. Ja, die 600 FPS sind im Meme, bei dem Mehmet meinte, der hätte so, weiß ich nicht, 200-300 FPS oder sowas. Ich spiele das Spiel seit 2017 im RP. Ich habe schon so oft irgendwelche Grafiktweaks benutzt und irgendwelche Mods installiert. Es gibt auch immer noch Leute, die mit Gras auf sehr hoch rumrennen. Wieso auch nicht? It's only game. Oh, danke. Und Eggel, danke für den Prime-Achtner. Hab dich lieb. Ist nicht gerade schon resubbed, Bruder? Trotzdem danke. Warum auch nicht? Weil jeder einzelne Grashalm mit Anti-Analyzing gerendert wird und jeder Grashalm hat seinen eigenen Schatten. Oder wirft seinen eigenen Schatten in GTA. Warum auch immer. Ergo? Zieht extrem viel FPS. Ach, es hat verschenkt, genau. Danke. So. Wir crashen bestimmt. It's only game. Why you have to be mad? Siehst du, was hab ich gesagt? Autos hier. It's only game. Why you have to be mad? Kampfroboter, danke für den Prime im 22. und Hukulu und Savage, danke schön für den Prime im 4. Monat. Danke. Ja? Ja, wo bist du? Ja,
komm. Ach, da. Hallo. Hi. Ey, weißt du was? Was denn? Ich hatte das Verlangen, den Fluss abzuschecken. Warum? Unten. Ja? Warum? Nur so. Warum ist denn das Auto so sauber? Abbaum! Was sind da unten Leute im Fluss? Nein, aber du wirst es nicht glauben. Ja, natürlich sind da welche. Was? Da ist doch jemand im Fluss. Da ganz hinten. Echt? Sind das Leute? Ja. Und da steht doch auch ein Auto. Keine Ahnung. Die ist so mit dir gegangen. Musste die auch kacken? Die ist bei dir. auf jeden ich Fall. Ich dachte, Pinsel, heute ist verflucht. Aber will ich nicht. Ja, doch. Heute ist schon den Montag. Nee, nicht so. Nicht gut verflucht. Schlecht verflucht. Oh, okay. Übrigens, da unten ist der Taxi im Wasser. Was ist da unten? Ein Taxi im Wasser. Wo? Also ich... Oh, wo? Da hinten ist doch jemand, Mann. Da kannst du mitziehen, was du willst. Siehst weiß du nicht davon, ne? Doch, aber ich weiß nicht, was das ist. Aber ich weiß, da ist ein Taxi unter Wasser. Das habe ich gesehen. Dann musst du Hase Peter rufen. Oh nee. Oh. Alles okay bei Ihnen? Was poppeln? Gesenkt. Hi, Bro. Oder ja, siehst ist du da vorne okay auch jemanden in dem Wasser da hinten? Wasser? Ja, hier oh. Vor uns ist Wasser, Bruder. Da ja, das sehe ich. Aber ich da vorne ist doch jemand im Wasser, oder nicht? Meinst du bei dem Wohnmobil? Rechts daneben. In diesem... In diesem kleinen Fluss, ja. Irgendwas ja. Ist da drin. Ja, geh mal gucken. Ich geh vielleicht mal gucken. Da trinkt da jemand. Der säuft. Du musst ihn retten. Ich geh mal gucken. Danke. Danke. Den Idioten kann man ja alles erzählen. Kann man ja auch Gold finden? Nein, schau mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Wo kommst du denn her? Oh nein, nein, Twiggy, nein, Twiggy! Du Arsch! Oh, guck mal, eine Libelle! Twiggy! Pass auf! Oh, ich hab mich erschrocken. Los, Rückwärtsgang! Und, ist da jemand? Ich muss euch mitteilen, es ist leider tot. Wie, da ist denn jemand verletzt? Nee, ist ein Roller. Ach, das ist ein Roller. Okay. Ich konnte den Roller leider nicht wiederbeleben. Ist ein Roller. Ich will nicht wissen, wie der da hingekommen ist. Ich auch nicht. Frag mal, warum da noch ein Taxi unter Wasser ist. Warum ist da noch ein Taxi unter Wasser? Keine Ahnung, es war schon da. Ach so. Ist das so ein natürliches Riff, so ein künstliches Riff? Die ist so ein Dreieck. Bermuda? Ja. Bahama-Mamas-Dreieck. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Hau rein, danke. Oh mein. Auf Fußball. Hallo? Willi, hier ist ein Taxi im Wasser. Wie ein Taxi im Wasser? Wo? Ja, hier im Fluss. In welchem? In so einem See. Direkt bei uns im Hauptquartier. Hier liegen echt viele Sachen im Wasser. Auch ein Roller. Okay. Soll ich mal da vorbeikommen? Aber ja, ich glaub, komm mal her. Ja, also meinst du beim Hauptquartier, beim Taxi oder was? Mhm. Neben dem, da wo die Rocker wohnen, da rechts neben ist so ein großer See. Ja, an der Brücke da, glaube ich, ne? Ich glaube, der ist Tender. Tendersee. Aha, okay. Oder 16-Platte. Ja. Ja, die kenne ich. Okay, ich komme rum, ne? Okay, bis gleich. Da ist... Wir müssen das Taxi da rausbekommen. Ja. Oder? Nö. Ja, doch. Ich hab eigentlich. Das war nicht meins. Ja, aber wer lässt denn das Taxi da einfach drin und holt's nicht raus?
Na, irgendwer wird doch schon Bescheid gesagt haben, dass es da drin ist, oder? Na, Willi wusste nix. Wollten wir nicht zum Taxi? Warum? Arbeiten. Ja, wollten wir doch arbeiten. Wir wollen arbeiten heute? Ja, haben wir doch gestern gesagt. Hab schon wieder vergessen. Ja. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Leichenwagen? Wieso kann der nicht fahren? Ach, wir gehen heute arbeiten. Och, nee. Können wir was Schönes machen. Zum Beispiel. Twinky, bist du besoffen? Nee. Auf. Ist dir langweilig? Ja. Warum? Oh. Die ist echt langweilig, ne? Ja, ja. Brauchst du Tapete? Tapete? Da kommt der Willi. Glaube ich, ne, du nicht. Was hast du für eine Mission? Oh, ich war einfach ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, aber der Willi, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Willi kommt da jetzt hin. Das scheint dich nicht zu interessieren. Oh, wir werden schon da sein. Warum bist du denn so hibbelig? Ich bin doch gar nicht hibbelig. Doch, bist du wohl. Oh. Muss das denn sein? Oh, so romantisch jetzt zu dritt mit meinen liebsten Menschen auf dem Berg. Ja komm, wir halten alle Händchen. Okay. Wow. So schöner Sonnenuntergang, ne? Oh. Ja, vor uns. Ach ja. So oh, romantisch. Ist auch voll romantisch. Ja. Wollen wir uns küssen? Ja, let's go, Pinsel. Du kannst anfangen. No. Scheiße. It's your girl. Du kommst. Wir machen einen fetten Schmutzer. Nein. Ein Bussi. Nein. Ach komm, dann hättest du wenigstens eine Frau mal geküsst. Habe ich schon. Du bist noch ungeküsst, ne? Nein. Du Loser. Meine Hattest Mutter? Du schon mal eine Freundin, Pinsel? Nee, aber meine Mutter ist glücklich. Außer deine Mama? Ja. Wann denn? Und wie hieß die? Willi. Deine Freundin hieß Willi? Nee, die ist glücklich. Die Willi? Bushi, ja. Merkst du, Twinkie, der lügt uns an. Ja. Du darfst deine Freunde nicht belügen. Mhm. Rück mit der Wahrheit raus. Hast du oder hast du nicht? Ich hab die Frage vergessen. Oh, Willi. Das ist schon meine Freundin. Hallo, Willi. Der hat noch nie eine Freundin gehabt. Oh, hallo. Guck ihn dir auch an. Hab ich gehört. Oh. Hi, Twinkie. Was ist? Willi, du wolltest noch gestern was erzählen, warum du so traurig warst. Ach so, ja, habt... Ja, welcher hat dich verlassen? Nein, mich hat niemand verlassen. Ja doch, mich hat schon jemand verlassen. Wer denn? Die Ascha. Kennst du die? Die ist doch erschossen worden, die ist doch tot. Deswegen warte mal, der Aschenbecher, die böse Frau? Ja, die immer gesagt, es gibt eine Bombe. Die ist tot? Ja, Pina, das ist nicht lustig. Warum? Weil mich das traurig macht, weil das meine Tochter war adoptiert, aber ich habe die sehr geliebt. Oh, die war sehr gemein so. Ja. Und wir sind mich immer Haus beleidigt. Oh. Ja. Das nenne ich Karma, Bitch. Und was ist jetzt da unten alles? Nein, ist die wirklich gestorben? Ja, die ist wirklich bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Ist kein Witz. Bei einer Schießerei? Ja. Tja. Twinky. Was? Twinky. Wo ist denn da ein Taxi? Kommen wir auf jeden Fall zur Beerdigung. Wir bringen Schokolade mit. Ja.
Das ist da ein Teich drin hier. Ja, Pendel, das ist schon unter Wasser. Oh, ach so, ja. Was ist denn da hinten für ein Wohnmobil? Und da ist auch ein Roller da hinten drin im Wasser. Ich sehe da. Sei bloß vorsichtig, Twinkie. Sei bloß vorsichtig. Müssen wir anders runter, hier nicht. Der Pinsel hat das da irgendwo gesehen. Hat der Röntgenblick oder wie kann er so weit gucken? Ich sehe keinen. Beim Stein. Ich sehe keins. Jo. Sag mal hinten. Hat er die Schmerzen oder ist die eingeschlafen? Weiß ich nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Schade, ich wüsste das so gerne. Ich hoffe, dass sie keine Schmerzen hatte. Na, ich auch nicht. Keine von uns. Ach, lass mich gerade das eh nicht abgeschlossen. Ja! Karma! Wartet! Der war richtig. Danke, gut. Danke. Hast du gepupst? Ne, gerülpst. Boah, da hat ist die ja von mir gelernt. Hat die Laterne gewackelt, du. Und das ist die traurige Nachricht, oder gibt's noch was anderes? Da unten. Nee, das war das. Wo denn? Bist du soffenpinsel? Ich seh gar nichts. Oh, ich seh's, ich seh's. Da unten. Oh. Das ist was Gelbes Wasser. Ja. Ja, aber das kann doch auch irgendwas gelber Stein sein. Ach, da. Ich hab doch getraut. Das ist ein Taxi. Hast du das da reingebracht? Hoffentlich ist der Holländer da drin und tot. Was hast Nie du wieder Anrufe. Weiß ich nicht, die Stadt hat mich scheiße gemacht. Ich war mal so ein lieber netter Kerl. Ja. Diese Stadt, die hat schlechten Einfluss auf uns. Aber ich nicht. Ne, du nicht und Willi auch nicht. Aber so viel, seitdem wir hierhin gekommen sind, hat sich verändert. Es ist schon ein bisschen anders geworden, ja? Es wird nicht besser, du. Du fühlst dich besser? Ich sagte, es wird nicht besser. Na, es wird immer nur schlimmer. Aber, wie geht's eigentlich der Oma? Ja, gut. Oma Turtle. Ja, die ist im Dingshaus. Ich hab die länger nicht mehr gesehen. Ihr habt die doch bestimmt im Heim. Oder? Im Heim? Nein, die ist im Heim. Also. Oh. Alles Boon. Aber ich finde, wir haben nichts damit zu tun, dass ihr oder du jetzt dich verändert hast. Ja, nur, das ist die Stadt, das ist das Stadtleben. Ja, das sind die anderen. Das sind immer die anderen. Und jetzt lass uns ein paar Autos knacken. Ja. Ich hab's gestern versucht. Ich wollte gerade sagen. Nicht versucht. Oh nee, ist der Holländer? Oh nee. Das ist der Enzo. Enzo? Oh, ich bin besser. Der Rapper? Ja, der, nee, der Schalker. Ach so. In Arizona, wenn du da jemand die Tür aufgehalten hast, haben die gesagt, Dankeschön, der Herr. Wenn du hier jemand die Tür aufhältst, sagen die, oh, bist du doll und Schalker ist im Brett. Ja. Ist schon anders. Da muss ich irgendwie anpassen, ne? Ja. Auch. Ich will wieder nach Hause. Nein. Nein. Ihr seid doch jetzt hier zu Hause. Ich vermisse es. Ja, oder ihr fahrt nochmal zum nachts Urlaub machen dann. Nackt über die Weide zu laufen. Ich vermisse meinen Hund. Das Mais gegen meine Eier und voll schön gewesen. So, dass man generell einfach mal nackt auf der Veranda chillen kann. Ja. Wieso? Das könnt ihr doch jetzt auch bei dem neuen Haus. Das ohne dass einer gafft, außer der eigene Onkel oder so. Ja, Pinsel. Aber wieso am Pool jetzt bei uns? Da könnt ihr doch schön nackt liegen. Ja, sag dem Pinsel das mal. Ja, wieso? Ja, der hat sich im Teleshop in Köln ein Fernglas besorgt. Und das hat so krasse Lupendinger drin, dass Twinkie letztes Mal einen Sonnenbrand auf den Arsch bekommen hat. Ja. Weil die Sonne da durchgescheint hat. So ein Ferkel. Der hält doch immer das Glas an der Wand, wenn wir am Knattern sind. Man kann ja gar nichts mehr machen, ohne beobachtet zu werden. Das stimmt. Heul doch. Ja, du bist ja schuld. Ja. Würdest du mal wenigstens eine eigene Freundin mit nach Hause bringen? Aber nö, wir können jeden Abend nur immer Dinge aufpusten.
Oh, das nehmen wir. Hau doch nicht auf den Beton, das tut hier weh. Statt dir mal eine Luftpumpe kaufst mit Aufsatz. Ja, so eine elektrische. Oh, aber das ist ja nicht naturgetreu. Peanut? Ja. Wir nehmen uns das jetzt zum Ziel. Wir suchen den Pinsel. Das ist halt doch bitter nötig, der Typ. Ich glaube, dass jede. Der Pinsel. Was ist denn hier mit der Tanisha? Oh, Pinsel, ja, ist wie so ein Steinbock. Wenn der nicht irgendwann mal seine Hörner abrammelt, dann tötet er sich selber damit. Weil die so nach hinten wachsen und dann irgendwann ins Genick wachsen. So. Oh Gott. Suchen, genau, wir machen es jetzt uns zur Lebensaufgabe, Pinsel eine Freundin zu suchen. Ey, sollen wir das nicht in die YouLife-App setzen? Ja! So eine Annonce? Wir machen so, wir machen so Bewerbungsgespräche. Ey, das ist super. Oh, das wird wie im Fernsehen. Ja. Ey, Pinsel, du bist der Bachelor. Ja, genau, Pinsel, der Bachelor. Oh mein Gott. Wir finden eine für dich. Ach, scheiße, ich hab ihre Nummer nicht. Wir stecken einfach auf. Ruf dabei, Ju, da steht doch oben immer eine Nummer bei. Die müssen dann um dich kämpfen. Genau. Und die, die mit am wenigsten 10 hat, gewinnt. Ja. Sag mir mal die Nummer. Mein Schatz. Warte mal. Ronny. Ah, nee, ist. Nee. Ist nicht. Stehen keine Nummern bei. Ich hab eine bessere Idee. Ich kenn doch hier. Kennst du eine Fünfpinsel? Nee, aber ich was kann... Was ist mit Jennifer? Oh, das wäre auch mal, ne? Nee. Da hat der Pinsel nicht genug Geld. Wir sind hergekommen wegen dem Taxi und auf einmal reden wir über Bachelor. Ja, hallo, Wayne, hier ist der Willi Kaczmarek vom Taxi. Hör mal, kann... Ich nehme Bachelor. Hey, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ich bräuchte mal... ich wollte gerne eine Annonce schalten bei YouLife-App. Ich suche für den Ronny eine Freundin. Kannst du mal irgendwie was machen? Die L, die kann doch so schöne Texte schreiben. Bring jetzt hier runter. Machst du nicht. Ach, das macht ihr. Ja, ja. Ja, perfekt. Dann habe ich ja genau den richtigen am Apparat. Mhm. Sollen wir mal vorbeikommen? Das wird oder? Gut, Pinsel. Ja. Twinkie kennt sich außerdem voll gut damit aus. Die findet wo ist denn eine. Die für. Okay. Aber ich habe dich schon vorhin. Nur eine Anstalt. 51,58. Okay, wir kommen mal rum. Wir brauchen erstmal ein Interview mit den Mädels da. Wir müssen, genau, und wir müssen erstmal wissen, was Pinsel so mag. 51,58. Wiesel News macht da mit den Kontaktanzeigen. Ja, komm wir auf, mal dahin. Geht's, fahren wir hin. Ja, 51,58. Los. Los, Twinkie. Von mir kannst du einiges lernen, Pinsel. Dann können wir für den Enzo auch direkt eine Annonce schalten. Weil das der hoffnungslos. Ja, ja, aber nur, weil er Blau-Weiß-Fan ist. Kannst du froh sein, dass ich verheiratet bin, Pinsel. Die richtige Klatschtechnik hast du auf jeden Fall schon. Du kommst aus dem 90-Grad-Winkel und spreizt die Finger dabei. Oh Gott. Wenn der mir auf den Arsch schaut. Kaulquappentechnik? Was magst du denn so für Mädchen? Und jetzt sag nicht Erdbeermarmelade. Ich war mal verliebt in Misty von Pokémon. Ja, aber die ist ein bisschen zu jung, findest du nicht? Ich glaub nicht, dass... Nee. Mhm. Ja, ist zu jung. Ja. Aber wir können uns ja schon mal in der Haarfarbe orientieren, orange. Orange? Und kannst die darf kein Fahrrad haben, weil er hat das. Also ich kenne eine, die hat genau dieselbe Frisur wie die Misty. Auch dieselbe Haarfarbe. 51,58. Ja, Witzelnuss beim Kiesel. Ja. Okay, bis gleich. Endlich haben wir eine Aufgabe. Da musst du aber ordentlich Schuhwichse auf die Crocs machen, ne? Musst einen guten Eindruck machen, Pinsel. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo das ist. Das ist, Pinsel, mach mal in das Navigationssystem für Twinkie. Wohin? Also. Jetzt zum Witzelnuss. Ja. Das ist bei da, wo du mal klauen gehst. Ja. Ich klaue immer überall. Ja, an dieser Tankstelle, weißt du noch? Ja. Wo dein Vater wohnt. Ja, wo ich an deiner Weichheitsgeist. Oh, nicht so schnell, Dünkie. Wir finden eine dich. Wenn nicht hier, dann nirgendwo. Ach Gott. Ich glaube, du brauchst so eine ganz strenge. Oh mein Gott.
Warum? Die ein bisschen auf dich aufpasst. Ich hab mir eher so ein Devote-Schneckchen geholt mit Twinky. Oder Pudding-Teilchen? Ja. Hast du gerade einen Popel hochgezogen? Ach komm, du! Siehst du, willst du nicht auch so glücklich sein wie wir? Ja, ja. Unbedingt. Ja. Verliebt sein ist toll. Mhm. Nur heiraten solltest du nicht. Außer es ist die richtige. Nee, außer es ist die richtige. Dann sofort, ab in den Ring. Oh nee. Das wird schon Pinsel. Wir brauchen noch ein gutes Bild von dir. Aber ich habe ja schon Freunde. Nee, du hast keine Freundin. Ja. Hier ist das, oder? Ja. 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 Perfekt. Fällt nicht auf, Twinkie, fällt nicht auf. Ich komme durch. Ja. Auf geht's. Ja, wie kommen wir denn jetzt dahin? Treppe. Hier vorne ist eine Treppe. Oh, sportlich, der Pinsel. Das sieht ja cool aus. Prepper. Ja. Immer mit der Ruhe. Ja, Opa Willi. Ja, seid ihr schon da? Ja, bei Wetzel News, Weezy News. Nee, ihr müsst hier zu dem anderen Ding kommen. Du hast Wetzel News gesagt. Ja, nein, ich hab gesagt 5158. Ja, was soll ich denn damit anfangen? Ja, hast du keinen Postelcode? Nö. Ja, das ist schlecht. Eine Faltkarte habe ich. Ja, die Faltkarte. Pass auf, du siehst doch... Was? Warte. Twinkie Pinsel, wir sind hier falsch. Opa Willi ist am Telefon. Du siehst doch den... Guck mal, mach mal deine Karte auf. Ja, Moment. Du siehst ja den Golfplatz. Den Golfplatz. Ja. Und wenn du vom Golfplatz ein Stückchen runter gehst, da dieser kleine Block, dieser... Ja, wie erklärst du das am besten? Kommst du jetzt aus Frankfurt, dieser kleine Block? Was ist hier los? Warte mal. Was sagst du, Enzo? Weißt du, wo Life Invader ist? Wir stehen an so einem schönen Gebäude mit einem Brunnen davor. Und da stehen ganz viele... da steht so ein blauer Kranwagen. Das ist unterhalb von... Unterhalb von dem Golfplatz. Ja, das ist so eine riesen... Finden. Ja. Life Invader. Direkt beim Life Invader Gebäude. Life Invader, okay. Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wir müssen zum Life Invader. Guck mal, wir brauchen so ein Auto da. Nesta. Warum? Dann stelle ich mir auf eine Leiter. Ich glaube, wir müssen nur die Straße hoch. Twinkie, hast du gehört? Du bist müde, ne? Doch, du bist müde. Wenn ich sag, du bist müde, bist du müde. Ach, gib Ruhe. Gib du Ruhe. Du willst ein Maul jetzt. Gib Sack. Ich glaube, einem fällt nur geradeaus. Life Invader heißt das. Links? Links? Ja, da vorne, glaube ich. Da, hier.
Life Invader. Ja, super. Oh mein Gott. Oh Gott, voll süß. Auto müde, Auto schlafen. Aua. Guck mal, wir haben sogar die gleiche Autofarbe. Ja. Vielleicht steht Danny uns ja ein. Busch. Sollen wir mal nachfragen? Da vorne. Da vorne sind die. Pinsel hier. Pinsel. Draußen Pinsel. Ich hab halt nicht gehört. Beruhig dich, okay? Ja, 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 ja. Oh, sei nicht so angepissen, es geht nach Hause. Ja, hallo, draußen stehen. Immer mit der Ruhe, hier laufen Fußgänger. Immer mit der Ruhe. Können nicht so schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Was zum Teufel war das denn? Keine Ahnung. Hat er sein Rasenmäher aus dem Fenster gehalten? Was? Der hat sein Rasenmäher aus dem Fenster gehalten. Wo ist der Ronny hin? Ja, der ist da drinnen. Okay. Nee, das ist doch falsch. Wir müssen hier in das Gebäude. Pinsel! In welches? Ja, hier rechts, hier vorne um die Ecke. Machst du da? Ja, aber hier ist Life Invader. Ja, aber die sind da. Das ja, ist, ich hab nur gesagt, wir holen dich ab. Naja, zocken, zocken. An dir zockst du rum, ich hör das doch. Spielt schon wieder an sich rum. Oh, er braucht unbedingt eine Freundin. Ja, ich bin hier keine Sex-Hotline, okay? Komm raus! Ja? Das nenne ich mal einen Kreis. Ja. Das gefällt mir. Richtig gut. Schön in der Corner. Bisschen Riemen kicken. Ja. Gehört auch dazu. Twinkie sieht so süß und harmlos aus, ne? Aber? Ja, aber ist sie nicht. Also ja, süß, ja, aber nicht harmlos. Wenn du schlafen gehst mit Popo, der juckt, dann stehst du auf mit Fingern, die stinkt. Ja, das ist eine alte Weisheit. Ja. Von Hast du eigentlich deinen Frosch noch? Klar, der ist im Teich zu Hause. Ja, man hat mal Glück, man hat mal Pech, ne? Man hat mal Gandhi. Ja, der man wiegt weiß. Schon 6 Kilo. Wer? Der Fisch. Der Haschisch. Also, der Haschisch. Ja. Der Haschisch. Oh. Was hat er denn? Beim Wichsen ausgerutscht. Hast du dir die Hand verletzt? Ich hab meinen Kopf geschossen. Wie geht das denn? Ich hab dir doch schon mal gesagt, dass das nicht funktioniert, was du vorhast. Das bedeutet 2 Rippen weniger. Ich Daumen hab ich gezockt. Ja, ja. An die Automat. Du Fegel. Du Fregel. Fegel. Du Fuchel. Fegel. Wo müssen wir hin, Willi? Ja, hier, komm mit. Die sitzen da drin in der Lobby. Oh mein Gott, da hätten wir auch hinfahren können. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, wie, wohin denn? Boah. Oh, sag mir jetzt nicht, wir gehen spazieren. Fast. Was? Bleib doch nicht am Po auf der Straße, Mann. Aber die juckt. Hämorrhoiden. Oh, das kenne ich zu gut. Wir kommen immer wieder, wenn du sie einmal hast. In welcher Lobby sitzen die denn hier? Ja, hier rechts um die rechts. Ecke. Oh, guck mal, da oben ist ein Fußpick. Ja. Mhm. Solche Klöppig ist halt die Twinkie auch. Zieht die nur nie an. Ich aber. Doch, Willi, willst du uns doch verarschen? Ja, was kann ich denn dafür, wenn ihr so weit weg parkt? Was schreist du mich an? Entschuldigung, bitte. Ich kündige der Trainer von Kölle. Hat er doch gerade. Ja. Ja. Danke. Oh, lecker. Oh. Boah, das ist ein halber Marathon. Aber ist doch schön. Guck mal her, wie Gangster. Die Straße entlang. Wir sind... De Straße Raffia. Ja, wie Gangster. Die singen auch so. Mit einem schönen Mädchen. Komm mir vor wie so eine Piratenbande. Piraten
wild und frei. Ich fühle mich wie in einem Rentnerverein. Bremer Kölle, ahoi. Was seid denn hier für ein Moppel? Das ist mir noch nie aufgefallen. Die Ratten haben's gut. Jo. Einer davon trägt manchmal Strohhut. Die Ratten, das sind wir. Das sind wir. Hey, ho. Du gleich. Ist die Flagge so, jetzt wird's asozial hier. Hallo. Wollen Sie uns verdammen? Guten Abend. Piraten sterben nie. So, jetzt musst du mal Mund halten. Du gleich. Ronny. Ja. Mund. Ihr macht so das doch mit Kontaktanzeige, ne? Ja, machen wir. So, und wir suchen für den Ronny, weil der ist, ja, wie soll ich sagen, der ist momentan wie so ein. Ja, so ein Hund, der sich überall reibt. Ich hab hier dasselbe. Über den Boden. Und wir suchen eine Freundin von Ronny. Wir wollten eine schöne Annonce aufgeben. Frau Schnegge kenne ich. Frau Schnegge, hallo. Ja, Frau Schnegge heiße ich allerdings nicht. Doch, wir kennen uns. Ich war Geisel beim Bauhaus. Hallo, Wayne. Ich war Geisel beim Bauhaus. Ja. Also beim Bauhaus auf dem Bau, wo nicht fertig ist. Ah. Du hast mich in der Wut. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ich mache das sehr gerne, ich schreibe das sehr gerne, ich mache mir da auch gerne Mühe. Es ist allerdings nicht sehr erfolgsträchtig. Ja, hoffnungslos weiß ich nicht. Hoffnung kann man immer haben, wenn man nur auch Geduld hat. Wir müssen ein paar gute Bilder photoshoppen. Können wir dem Pinsel nicht so einen massiven Stiel an den Körper wie meinen so geben? Und soll ich mich selber mal rumfaken? Oh Gott, was ist denn hier für ein Treibsand im Mond? Also, ich mache es wirklich gerne. Nur, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Also, eine Partneranzeige, klar, erfüllt seinen Zweck. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich mach das nicht. Sie haben gerade gesagt, das halt ist hoffnungslos. Und jetzt erfüllt es doch seinen Zweck. Ja, naja, der Zweck einer Partneranzeige ist ja nur, darüber zu informieren, dass es einen Menschen gibt, der einen Druck Partner hat. Sucht. Und das tut die Partneranzeige. Druck hat, ja, ich kann auch einfach schreiben. Nein, das ist, nein, jemand das da zum Bumst. Nee, wir sind hier nicht auf Merbefeld. Genau. Also. Das soll eine seriöse Annonce werden. Genau, so. Das kann ich auch machen, aber. Wie gesagt, überlegt euch da wirklich gut, ob es das wert ist. Oder macht ihr das, was ihr vorhin gesagt habt, da mit diesem Bett? Ist das umsonst? Ihr sagt aber nicht, um wen es geht und irgendwann. Was kostet das? Wie viel kostet das? Das kommt ganz auf den Umfang an. Also, wenn wir noch ein Fotoshooting dazu machen und eventuell noch. Komplettpaket brauchen wir für den. Ja. Auch Maske, Schminke, alles. Ja, sag mal einen Preis so: komplett mit schönem Foto und einer schönen großen Annonce. Da muss ich gerade ehrlich gesagt mal gucken, was wir sonst genommen haben. Das kommt ja nun nicht so häufig vor. Ja, da machst fragt du, man bevor den ich Bruder, der sage. Rennt gerade weg. Das ist nicht der Bruder. Wer denn? Ehemann. Ja. Oh. Sieht man doch in der Haarfarbe. Ja. Aber meine Geschwister haben auch selber Haare. Ja. Ja, aber wenn die beide blond sind, dann vielleicht. Aber wir haben die ja gefärbt. Oh. Ja, Wackelpudding gegessen. Teilen wir uns das Peanut, ja, ne? Warte mal, was? Da muss ich Twinkie fragen. Twinkie, du darfst mich Geld haben. Twinkie? Hm? Was? Ich brauch Geld. Für den Ronny. Für Pinsel seine Partnerhandlung. Ja, darüber Anzeige. Können wir reden, wenn wir den Preis haben. Ja, okay. 25. Hat die 25 gesagt? Kannst du den noch aufhübschen oder sagst du, kriegst du Bluescreen? Also ich bin gar nicht diejenige, die... ja, Bluescreen kann einfach einmal auf den Boden legen, bitte. Ich hab das Talent gar nicht. Ich selber bin derjenige, der schreibt. Ja, da hinten, mein Ehemann, ist derjenige, der Fotos macht. Aber so groß mit Bearbeitung haben wir bisher noch nicht gemacht, ne? Lass mich ran. Dann wollt ihr jetzt noch ganz viel Geld dafür, Mama. Direkt Schnabber Rabattpreis. Bitte. Ja, wieso denn ganz viel? Was wäre denn ganz viel Geld? Ja, sagen Sie uns doch erstmal den Preis. Neuwagen.
Ach Quatsch, nein. Klar, wir würden da bei 35.000 landen. Alter, und da also, mein Auto. Fotos und Partneranzeige, da sind wir bei 35.000. Also wir reden die jetzt von 3, 4, 5 schönen ein Fotos. Bisschen Geld investieren. Ja. Wir machen nur Fuffi. Fuffi. Ja, teilen wir uns. Machen wir. Das ist, also gern. Mir ist das wert. Nuss, ja. Gibst du mein Geld dann eigentlich aus? Was will die noch schulden? Ja, genau. Oh, okay. Ich gehe aber mal gerade den Kollegen fragen. Der ist nämlich dann derjenige, der die Fotos macht. Und damit würden wir gleich anfangen. Sekunde. Oh, perfekt. Ach, oh, guck mal, wir fangen sofort an. Ich hoffe, dass du Schlüppeln hast und dich rasiert hast. Ach du Scheiße. Du musst mich gleich lang ziehen. Ja, Marco. Warte mal, gib mir mal kurz. Conny? Ja? Gib mir mal kurz die Cappy. Zieh die mal kurz ab. Oh mein Gott. Warum? Zieh mal ab, komm her. Nein, hör auf. Die Dinger fliegen dann nur auf den Boden und rennen hier rum. Zeig ein bisschen Nippel. Dieser scheiß weiße Teppich frisst. Der war so ganz dezent von der Seite. Oh, ich finde mich ja schon so hübsch, wie er ist, muss ich ja sagen. Hier, guck mal. Ja, das ist dein Ausweis, super. Ja, dann bin ich. Ja, hier. Der hat nicht mal auf seinem Ausweis ein Bild von sich. Doch. Hab ich. Doch, hab ich. Pinsel, wir kriegen das schon hin. Gut. So, da mein Mann gerade da drüben beschäftigt ist, würde ich dann vorschlagen, wir fangen doch mal mit dem Text an. Setzen wir uns gerade hin. Ja. Wollt ihr alle dabei sein? Ja, gerne. Wir haben doch auch Sessel, muss ja nicht am Boden sitzen. War da irgendwie Spaß wegen Bluescreen? Aber der Teppich ist so weich. Ronny, setz dich mal auf die Couch. Die Dame setzt sich, Elle setzt sich da drüben und wir setzen uns auf die lange Couch. Sag mal, Pinsel, suchst du eigentlich Männchen, Frauchen? Na, oder? Das finden wir jetzt alles mal. Oder beides. Du musst doch wissen, worauf du stehst. Warum bin ich denn jetzt hier geraten? Ach komm, warst du bequem? Nimm gerne zu meiner linken Platz. Ich setz mich hier hin. Darf ich hier sitzen? Ach, mein Stück Willi. Nee, du setz dich jetzt dazu. Oder so, ja. Aber komm, das ist aber meine Frau, ne? Enzo, setz dich auch meine so Fresse. Du klappst schon bei. Kannst du nicht. Kannst du dich nochmal hinsetzen, Willi? Ich hole mal einen Klappstuhl von da vorne. Ja. Nicht flüstern. Okay. Sei nicht so schüchtern. Okay. Dann fangen wir mal an. Ronny, sollen wir da deinen Namen dazu nehmen? Oh, wie lange dauert das eigentlich? Also, wir sprechen jetzt ungefähr 10, 15 Minuten. Dann brauche ich nochmal so ungefähr 10, 15 Minuten, um das zu einem schönen Text zu machen. Oh je. Fotos machen sind auch so, ja, 5 oder 10 Minuten kommt ganz normal. Machen wir eine halbe Stunde aus den Fotos. Das ist schwer, seine Schokoladenseite zu treffen. Da musst du auf jeden Fall den richtigen Winkel haben. Den musst du erstmal finden. Sagen wir mal, halbe Stunde Fotos machen, 12 Tage Photoshoppen. Und ja, dann geht das Ganze schon live. Also ich denke mal so 22 Uhr. Okay. Ja, perfekt, dann los. So ungefähr. Also Name ja, aber kein Stress. Wir lass dich doch einmal auf was Neues ein Pinsel. Ja. Lass dich einfach mal von deinen Freunden leiten. Genau. Okay, Frau Schnengeli, los. Lass dich einfach mal wegpowern. So, wer Ronny, kriegt jetzt ein Fotoshooting? Ja, der Ronny gleich. Der Ronny. So, Ronny. Warte, wir wollten jetzt mit Text anfangen, Schatz. Kannst du gerne, hol dir noch irgendwie einen Stuhl dazu. Nö, ich stehe gern. Setz dich ruhig auf den Schoß meiner Frau. Ich bin nicht eifersüchtig. Alles gut. Ronny, machen wir das Ganze mit deinem Namen? Oder magst du es anonym haben? Nee. Natürlich nicht anonym. So, der Ronny. R-O-N-Y. Ja. Spitzname ist Pinsel. Genau, Ronny Pinsel. Das ist eine gute Idee. Spitzname Pinsel, na gut. Pinsel klingt auch so sexuell aktiv, das ist gut. Ja, Pinsel sucht Farbe zum Dippen. Oh, der ist gut. Oder Topf zum Rein... Ach, egal. Oh, das klingt ja alles schon wieder sexuell. Ne? Wir ja, das stimmt ja, auch. Ich hab die Leitstelle. Es soll ja eine schöne Annonce werden, keine genau, Perverse. Ja, wir wollen ja aus Pinsel den nächsten Bachelor machen. Ja, ist ja nicht meine Anzeige, deswegen. Ah, oh, herrlich. Uff, Möchtest du dein Alter da drin irgendwie einbeziehen? Ja.
Achso, er muss ja. Fall. Auf jeden Fall. Nein, wir entscheiden das. Ja, wie alt bist du denn? Okay, ja, alles klar. Machen wir jetzt hier so eine. 99er Baujahr, glaube ich, habe ich gesehen eben am Ausweis. Ist das richtig? Oh, ja. Nee? Ja. Du bist schon 99? Bist du volljährig? Darfst du das? Fliegen über Leverkusen. Ich bin von 98. Na, warte mal, warte. Gib mir nochmal deinen Ausweis. Hier. Ist das ein richtiger oder Schülerausweis? Bonnie? Ja, hier. Ja, sonst zeigt ihm der Twinkie. Ja, ja, das ist 99. Okay, hab ich doch richtig geguckt. Ich bin von 98. Hallo, Wizard. Ja, mich verändert sich. Ja, schau. 98, sieht schön aus. War ein Dienstag. Ja, genau. Ja, wie alt bist du denn was? Nun? Ja, 99 geboren. Ach, egal. Du bist einfach 99 geboren. Hast du das Motorboot bei meiner Perle gemacht? Nee, ich habe was getrunken. Ach so. Ich würde schon sagen, Junge. Pass dir auf. So. Bonny, was muss jemand, der dich noch nicht kennt, unbedingt über dich wissen, bevor Ronny er klaut. Dich kennenlernen soll? Der klaut wie ein Rabe. Ronny, ja, der Dieb der Herzen. Ich klaue. Oh ja, Ronny, der Dieb der Herzen. Dieb ja. der Herzen, ja gut. Dieb shit. Was soll jemand, der dich noch nicht kennt, unbedingt über dich wissen, bevor er dich kennenlernt? Oder Outdoor damit er schließen. Dich kennenlernen will? Was hast du jetzt gesagt? Auto abschließen. Ich bin professioneller Schnorrer. Und Profi-Radfahrer. Nein, wir müssen schon was Ernstes schreiben. Ja. War mein Ernst? Oh, mit dem Profi-Rad. Boah. Er ist liebevoll und toll, Patrick. Nein, ich habe die jetzt nicht. Was? Für was? Oder da kann ja jetzt auf jeden Fall auch die Freunde antworten. Liebevoll und tollpatschig. Und was mögt ihr an Ronny am meisten? Dass er mir Geld leiht. Boah. Dass er gut riecht. Ja, ehrlich? Ja. Naja. Oh, boah, wann denn? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, sein Humor. Was war die Frage? Deine... Warum will ich mögen? Humor, das ist hallo, doch schön. Ich kann grad nicht. Genau, sein Humor. Das ist gut. Doch eine schöne Humor Sache. Kommt bei Frauen immer gut an. Auf jeden Humor Fall. Humor öffnet Hosen. Ach, Humor sind nicht heißes zum Essen. Humor, nicht Humor. It's only game. Oh. Why you have to be mad? Oh, ich sehe das schon, das wird richtig oh, gut. Ja, doch Pinsel ist immer fein da und unterstützt einen immer. Das stimmt. Bei jedem Blödsinn. Er ja, ist immer, mit, er steht warte, immer hinter einem. Twinkie, wie ist das aus Arizona Sprichwort? Mit dem kann man Pferde stehlen. Wortwörtlich. Genau. Ja, oder? Nur, dass die Pferde das so hier sind. Das passt perfekt zu dem. Mit dem kannst du Pferde stehlen. Ja, mach das. Und mir kannst du Autos knacken. Ja. Mit mir kann man das hier. Nicht. Ich kann nicht reiten. Ah, sagt er nicht. Ruhe. Ich bin nicht in so einer Situation jetzt. Du brauchst aber keine Nonce. Du bist schon verheiratet. Ich hab's gesehen. Also. Was hast du? Wie hast du jetzt mit einem Handbrillen ein Loch durch die Wand gebohrt? Timeout, Spielstab. Ronny, wen suchst du? Dich. Tinker Päckchen für alle. Warte mal, ich hab das nicht verstanden. Dich? Ronny? Ja? Suchst du eine Dame? Wer fehlt denn? Wir sind doch alle nur da. Und jetzt? Suchst du eine Freundin oder einen Freund? Zum Verlieben. Und sei ruhig ehrlich. Zum Verlieben. Ich hab mich schon nie verliebt. In wen denn? Ist das Geschlecht also egal? Geht zum Kussi-Kussi? Ja, also guckst du gerne mal auf den Hintern oder woanders hin? Ja, bei Hintern haben sie alle. Ja, stimmt auch wieder scheiße. Also, magst du Mädchen? Werden? Magst du Mädchen, Ronny? Ja, mag Mädchen. Okay, dann such dir eine Frau. Ja, aber magst du auch Jungs? Klar, die sind auch cool. Ja, dann können wir beides. Nein, der versteht die Frage nicht.
Oh. Würdest du eher Mädchen knutschen oder ein Junge? Also, und jetzt sagt nicht, kommt auf den Alkoholpegel an. Ja, aber doch, ne? Ja, eher dann Mädchen. Gut, aber okay, eigentlich finde ich halt blöd. Okay. Was magst du denn an Mädchen? Ach du Scheiße. Die Superbusen. Wird sie schon haben, da mache ich mir keine Sorgen. Die haben ja eigentlich alles. Gibt's vielleicht ein gemeinsames Hobby? Was, ein Mädchen, mit dem du Zeit verbringen sollst. Was für ein Hobby sollte die haben? Die muss begabt sein zum Autoklagen. Also braucht die Dietriche. Im Blick, nein, nicht, die beim Schlüsseldienst arbeitet. Ja, vielleicht in der Werkstatt oder so. Mhm. Ah, du willst seine, die Motorblöcke. Also man könnte sagen, dass Autos deine Vorlieben sind und vielleicht, dass es jemand gibt, der auch Autos bevorzugt. Nee, Autos sind mir scheiße, ja, ich bin Inhalt. Sehr gerne also Fahrrad. Also suchst du ein laufendes Ü-Ei. Ja, genau, du hast ja gesagt, du bist Profi-Fahrradfahrer. Soll das Mädchen, mit dem du Zeit verbringst, dann auch gern Fahrrad fahren? Möchtest du gerne zusammen Fahrrad fahren? Auf die Halfpipe zum Beispiel, Ronny, wie letzte Mal. Oh, das ist mir wurscht. Ja. Ihr wollt? Ja, ja, komm, es geht um die Wurst, um deine. Du musst schon draußen. Was? Was magst du denn an Mädchen nicht? Nicht mal. Wenn die stinkt wie ein Schlot von den Zigaretten. Okay, Nichtraucherin suchst du? Oh, das wird schwer. Oh, okay, mach Raucher. Kann wohl stinken. Glasaschenbecher bevorzugt. Und so ein Fliesentisch. Und voll Fliesentisch, genau. Fliesentisch, sagen. Glasaschenbecher. Was würde dich denn an einem Mädchen stören? Wenn die Hilfe, ich weiß. Oh, Entschuldigung. Das finde ich klasse. Ja. Was mich stört, ist, wenn die mir wahrscheinlich. Jetzt darf sie, die quatschen alle viel. Wenn die auf dem Erdbeerfeld arbeitet. Oh, das ist ein guter Punkt. Das stört mich. Sie sollte also einen richtigen Job haben. So wie Taxi fahren. Oder in der Werkstatt arbeiten. Ja. Ja. Oder halt Scheiß auf Geld. Boah, das ist auch gut. Das ist gut, was du gesagt hast. Ja. Ja, das ist wirklich gut. Also kann noch arbeitslos sein. Ja. Aber Hauptsache nicht auf dem Erdbeerfeld? Nee, außer nicht um. Und dann in einem Goldfluss und dann in dem Wald. Aber damit arbeitslos ist schlecht. Naja, Ronny, hast du denn einen festen Job? Ja. Nämlich? Taxifahrer. Taxifahrer. Ja. Ist doch gut, hast du. Ist doch schon mal gut. Kannst du deiner Perle dann Sicherheit bieten, auf jeden Fall, wenn du einen Job hast. Für die nächsten 2 Wochen. Oh. Aber das ist immer so verkehrbar, man muss ja keiner wissen. Ja, ach. Muss ich ja nicht dazu schreiben. Das wird sehr interessant, den Artikel zu sehen. Ja. Das wird mal wieder ein Meisterwerk. Ein Künstler muss sich immer selbst übertreffen. Aber ja, Pinsel hast du ja schon. Hast du da dieses. Er lass es jetzt lügen. Hast du das eingetragen mit dem Arbeitslos? Ja. Nee, Arbeitslos klingt scheiße. Ja, lass das weg, weil sonst melden sich nachher nur Schalke-Fans. Hast du dir mal den Boden hier genauer angeguckt? Ach so, oh Gott, ja. Ich guck nicht hin. Ja, ich formuliere das schon noch, keine Sorge. Bin nur am Überlegen, was mir da auf jeden Fall. Ist ein Freigeist, Ronny. Dieser hat Spaß verstehen und mit Mann, Autos klauen, Radfahren. Warte mal, malen, du bist künstlerisch, Ronny. Oh, stimmt. Ja, ich bin Künstler. Der kann total super malen, der Ronny. Ja. Das könnte man noch mit einbauen.
Kunstliebhaber. Nee, das ist zu viel. Nee, das klingt zu gehoben. Ja. Ich kann Ausweise fälschen. Ja, das kommt da besser nicht rein. Okay. Sonst kriegst du den ersten Anruf, aber von einem Officer, der sich mit dir treffen will. Oder der einen neuen Ausweis will. Man kann ja sagen, er mag Kunst. Ja. Was ist denn hier mit Eisenhower Industries? Ja, mein Chef ist nicht mehr gekommen. Der ist unterwegs. Er ist künstlerisch begabt. Genau, künstlerisch begabt. Er hat eine künstlerische Ader. Ja. Wie würde denn dein erstes Treffen mit einem Mädchen dann aussehen? Oh mein Gott, jetzt kommt's. Wo könntet ihr euch treffen? Am Parkplatz bei den Autos. Ja, vielleicht erstmal einen schönen anderen Ort. Barbecue Lodge. Das ist eine schöne Idee. Barbecue Lodge zum Beispiel oder in einem anderen Restaurant. Essen. Also ja, essen gehen was. ist ja immer ganz nett. Ja. Die darf nicht beim Würfelpark bei den Kuchenleuten abhängen. Ich glaube, da musst du das am Telefon dann fragen. Wenn dich jemand anruft, dann musst du das am Telefon klären, denke ich. Halt alle. Ja, nicht alle. Ich darf keine von ganz den wichtig, Kuchen. Die sollte keine Kreise mögen. Kreise sind scheiße. Die sollten wir reduzieren. Das. Die darf nicht 5 Stunden im Kreis stehen. Sollte keiner in der Gang sein, Schatz. Ja, genau. Sag mir Gang. Sollte so unternehmenslustig sein. Genau, ja. Sollte unternehmenslustig sein. Ja, das ist gut. Unternehmungslustig. Weil wenn die im Kreis steht, dann werde ich sie nie sehen. Ja. Weil du immer unschuldig bist. Ich habe eine Kreisallergie. Kreislauf. Ich habe einen Kreislauf. Halt's Maul jetzt. It's only game. Why you have to be mad? Dieser Fußball mögen, dieser gut kicken können. Ja? Ja. Oder Pinsel. Dann kommt das Runde ins Eckige. Ja. So, ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Musst du kacken? Ich komm. Nee, ich mach nur klein jetzt. Ich muss nicht groß. Ich komme sofort wieder. Okay. Erste FC-Frauenmannschaft. Vorne Linkssturm. Immer vom Mittelfeld über rechts pushen. Ja, pushen auch rechts. Das wird schon Pinsel, wir finden schon jemanden für dich. Ich meine, hier wohnen ja über Millionen Leute. Mhm. So zwischen 500 bis 10 Millionen wohnen ja hier. Ja, ich habe nichts gegen, wenn niemals so. Ich habe nichts dagegen, wenn die mal im Kreis stehen. Aber wenn die dann nicht mehr rauskommen, das ist mein Problem. Boah, ich bin so gespannt, ob sich da jemand anbietet. Geht mit dir ab, Junge. Du bist am Trinken und am Niesen? Ach so. Was? Wollte schon sagen, geh mal zum Supertalent. Nee, ich war das nicht. Ich bin so gespannt. Also, die Bilder müssen auf jeden Fall überzeugen. Ja. Die Bilder müssen überzeugen. Erster Eindruck zählt, ne? Ja. Wir machen, ich würde sagen, so von Hüfte aufwärts, oder? Nee, die Crocs müssen drauf sein. Im ganz schweren Rucksack voll ausziehen. Ja. Oder wenn du ein Date Auto hast, Pinsel, da fahren wir richtig alle geschützt. Ich habe nur Angst, dass Willi Sex sich meldet. Die Oma. Was? Hast du gehört, Pinsel? Was? Wenn du ein Date hast, dann fahren wir die großen Geschütze auf. Ja. Das wird, kommt das Taxi, mit Limo. Ich mach den Chauffeur mit der Limo. Limo. Ja. Oh nein. Oh ja, und ich mache Security. Limo, Security, alles. Privatkoch. Alles. Romantische Musik. Den Cody rufen wir an, der besorgt das Essen. Ja, der bringt dann so Burger. Dann kann man noch irgendwas faken. So Gangster, die kommen und dann verscheuchst du die und so.
Oder eigentlich darfst du sowas nicht machen beim ersten Mal, sonst erwartet sie das immer und immer wieder. Ja, stimmt auch. Ja, dann fangen wir ja doch klein an, dann mit dem Fahrrad. Erste Fahrradtour. Und dann müsst ihr so faken, dass so ein Hund verletzt auf der Straße liegt. Und dann geht Ronny da hin und hilft ihm und hat dann hier Tierliebe, das mögen doch Frauen auch. Ja, stimmt, da gibt's schon. Sag das mal meiner Frau. Zwei Marienkäferfreunde gehabt, anderen wurden weggeklatscht. Nehmen wir den Kaffee mit, Willi. Für Blutwürste macht er doch bestimmt alles. Ja, das stimmt. Ednas? Ja. Das wird schon. Ja. Da wird vorher ein ordentlicher Powerriegel gefressen vom Dave. Damit du auch genug Energie hast, Junge. Ja. Kann ja nicht jeder so eine romantische Story wie Twinkle und ich haben. Oh, mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Was denn? Musikalisch. Ronny singt gerne. Stimmt. Ja. Digimon und Pikamon und so. Ja. Und weißt du, was auch noch wichtig ist? Was? Die... Moment. Wie, was hast denn du für ein Klingelton? Was hast du den runtergeladen? Das habe ich mich gerade auch gefragt. So, Warte mal. Kann man Apps runterladen? Der hat ein Sparabo. Sein. Okay. Willi, wo hast du den Klingelton her? Das, hast du ein paar Sparabo? Ja. 4,99. In der Woche. Am Tag. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, das müssen wir der L gleich noch sagen. Das Musikalische. Und wisst ihr, was mir noch eingefallen ist, was sehr, sehr wichtig ist? Nee, das willst du uns aber gleich sagen. Die darf auf gar keinen Fall im Krankenhaus arbeiten, die Gute. Ja, stimmt. Sonst könnt ihr euch nie sehen, weil du hast Hausverbot. Ja. Ah, da kommt sie ja. Nee, ihr könnt dich ja davor treffen. Recht, wenn vom Berg kommt. Voll romantisch. Genau, L? Bitte. Musikalisch ist der Ronny, der singt sehr gerne. Das ist schön. Das und, ist ein tolles Talent. Und die Dame darf nicht im EMS arbeiten. Nee, das würde ich weglassen. Ah, das wirst du weglassen? Nee, ja. Ach, nein. Alle sind immer im EMS. Ich sag mal so, Ronny, du brauchst ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff. Wenn du wen kennenlernst, dann gib dir doch eine Chance, selbst wenn die im EMS arbeitet. Vielleicht ist deine Traumfrau auch Ärztin oder vielleicht auch nur die Leitstelle da, aber... Aber den kann ich nie sehen, ich habe immer Hausverbot. Ja, dann kann sie ja rauskommen. Euer Date kann ist ja auch nicht am OP-Tisch, hoffe ich. Wenn nicht, hau ich den Panne fress, dann rufen wir die an. So, der Ronny ist musikalisch. Oder ich streich das Hausverbot raus. Stimmt, du arbeitest ja auch in dem Scheißbuff. Das geht. So, um mal hier zu einem guten Abschluss zu kommen. Euer erstes Date ist ja nicht auf dem Parkplatz. Wo könntet ihr euch denn treffen? Unicorn. So, Beispiel. Ach so, was? Was könntest du dir vorstellen, was könntest du mit einem Mädchen unternehmen? So, beim ersten Date. Am Pier, auf die Kirmes und dann mit dem Fahrrad fahren. Oh, das dann fährt ja nichts. Dann lädst du das Mädchen auf dem Fahrrad ein. Sagst du, komm Mädchen, genau. Wir kaufen uns jetzt ein Fahrrad. Ja, wollen wir Fahrrad trinken gehen, komm. Ja, komm nicht mal Fahrrad. Dann sagst du, ja, sagst du, ey Mädchen. Sag mal Wurstfach. Nee, zeig mal Thrombosestrümpfe. Hallo. Die sexistischen. Hab mal ein bisschen Restippe. Okay, I'm sorry. Okay. Ihr seid nun entlassend. Ja. Das war die ganz schnell entlassen zum Fotoshooting mit Ronny. Oh Gott. Wo machen wir das denn hier vor dem Brunnen? Jetzt müsstet ihr nur wo machen, wo es wirklich hell ist, weil wenn es so dunkel ist, müsst ihr irgendwie gucken. Wir finden ein Örtchen. Ich dachte, da drüben so auf der Brücke wird ein gutes Motiv abgeben. Nee, das siehst bestimmt... du nach... Nee, nicht auf einer Brücke. Das sieht so nach Abschied aus. Ja, klar. Das sieht so gucken, nach letzte Chance aus, ja, so letzter Versuch. Und das nur ist nicht anhellen. Lustig. Müsst ihr mal schauen. Soll ich mich hier auf den Leuchtetisch legen? Aufs Parkdeck da hinten. Ronny, ist doch so Parkplatz verbunden. Oh no. Aber no. Ihr braucht halt nur was Beleuchtetes. Ah. Da vor ein offenes Auto. So, ich werde mich aber mal direkt dran machen, dass wenn ihr vom Fotoshooting kommt, der Text am besten dann Fotos fertig machen. Ist. Ja, wir gehen jetzt Fotos machen. Ja, rucki-zucki hier. Ja. Was hältst du von, wenn mein Auto im Hintergrund ist? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Fall. Gute Idee. Hast du dein Auto dabei, Ronny? Nee. Ah.
Wir können zu holen gehen. Schnell. Also ja, dann geht mal schnell. Das ist irgendwie realistischer, wenn es ein fremdes Auto ist, wo er gerade versucht reinzugehen. Ja, komm, dann nehmen wir mal einen Jugula. Nehmen wir mal einen Jugula. Nee, Ben, lass unser SUV nehmen und wir machen den Kofferraum auf und der greift so rein und guckt so. Ja, gute Idee. So süß in die Kamera. Ja. Das ist gut aus. Ja, wir brauchen ja auf jeden Fall unseren Seitenprofil. In der Richtung da auf das Parkdeck hochgehen, da ist auch noch belichtet. Da drüben, ja, okay. Ich hole eben schnell das Auto. Okay, wir treffen uns da drüben. Los, komm, Pinky, renn! Wir laufen rüber, ne? Hopp. Scheiße. Hast du da gerade nachgeguckt? Ja. $50 von dir. Okay. Rock die Kohle raus, sonst knallt's. Hier. Komm, wir gehen aufs Parkdeck. Ja. Twinkie holt das Auto. Ich hoffe, dass er gute Settings hat für seine Kamera. Seht ihr das auch? Ich will auch da keine Kanten sehen. Ist da gerade Taxi und... Ah, ne, okay. Okay. Sollen wir noch mein Auto auch holen? Nee. Sieht ihr das Geld haben? Das ist doch die Überraschung, damit du mit so einer fetten Karre angehst. Du kannst sogar sagen, dass du in der Villa wohnst, ne? Oh ja. Oh ja, stimmt. Kannst du wieder Willi angeben und so tun, als wäre er deine. Genau. Obwohl dir dafür nichts geleistet hat. Ja, ich wollte doch einen Schlüssel für den Rasenmäher haben. Ich musste mich beim Herrn Juri einschleimen, nicht ihr. Hast du gehört? Ja, ich hol den heute. Ja, ich brauche auch einen Schlüssel, wegen, ja, dass ich auch mal Rasen mähen kann. Penner fährt schon wieder ohne Licht. Eigentlich trägt Hase Peter angerufen. War das die Jenny? Meine ich hatte was. Ja, die Jenny ist da. Klar, das riecht doch hier richtig nach Billigparfümerie. Mach das Licht an, Jennifer. Ja, okay, mach ich. Du fährst beim Dunkeln, fährst du so. Im Dunkeln lässt du es gut munkeln. Ja. Mach ja das Licht an, sonst verpetze ich beim Chef. Hab ich an, Chef. Okay. Tschüss. Hade. Boah, diese Kackgossensprache. Oh mein Gott. Das war unser Auto. Und das war wieder unser Auto. Oh mein Gott. Oh. Der ist rechts weg. Die merkt das halt nicht, weil die Bauch im Weg ist. Ja. Oh, guck mal hier. So, na dann. Guck mal kurz hoch. Dieser Ding kaputt gefahren. Nee. Warte, du musst den Kofferraum aufmachen, ne? Ja. Ronny, tu deinen Rucksack mal. Blamierst uns wieder mit deinen Einpackkünsten. Was willst du denn? Ja. Ja, man kann es gleich die nächste Kontaktanzeige machen. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ja. Du musst da reingreifen. Ja, erstmal den Rucksack loswerden. Ja, das Ding ist halt, der Kofferraum bleibt nicht auf. Das heißt, ich muss mich auch ins Bild schmuggeln und den aufhalten. Genau, bleib dahinter. Ja. Achte gut drauf, dass deine Crocs und dieses ganze Leuchtespielzeug zu sehen ist. Das soll viel wert sein. Du musst reingreifen, Pinsel. Oh. Und dann musst du so in die Kamera gucken. Zeig mir mal nochmal hoch. Was denn? Kamera? Nee, du musst reingreifen. Nein, nicht zumachen. Mach mal auf. Ja, merkst du selber hoffentlich. Oh mein Gott. Ja, so, perfekt, glaube ich. Kann er mich schon das sehen? Das ist perfekt. Guck nach links, nach rechts in die Kamera. Könnte vielleicht nochmal jemand den Kofferraum aufmachen? Oh, warte. Ja, so, nein, das muss im richtigen Moment geschehen. Nochmal? So. Oh, so ist, glaube ich, perfekt. Jawohl. Ja, super. Sieh zu, dass du die Crocs drauf hast. Die habe ich drauf. Sieh zu, dass ich in die Kamera guck. Boah, hast du einen Schirm gewinnen? Den Schirm gewinnen. Nee, das ist die GoPro. Oh, warte, hier ist heiß. Die Lampen. Oh, das Foto kann hier sein.
Genau, ja, ich habe jetzt hier super Bilder gemacht. Ronny, stellst du dich jetzt mal vors Auto? Ja. Das wirkt schon authentisch. Ja, doch, Ronny, komm mal mit, wir stellen uns vor mein Auto. Boah, Pina, das war die beste Idee, oder? Sag ich doch. Oh, da hinten vor den... Oh ja, das ist auch gut. So, da vorne. Winky. Ja, nehm dich mal so ein bisschen an, so ein relativ schön gechillter Move. So Wise man. Komm, wir müssen näher dran. Ja, komm. Sollen wir Händchen halten? Boah, du klingst wie Falling in love. Boah, das Single. Ich mach dann den Gondolier. Boah. Den Gondolier. Boah, leck mich am Arsch. Der geht hinten an der Kniekehle wieder raus. Oh, wir müssen aus dem Bild raus. Moment, so, hier, so schön. Ui, wir sind, glaube ich, im Weg. Ja. Ja, so schön, so super, hab ich. Pinky, man sieht dich gar nicht mehr hinter der... hinter der. Ich bin die Laterne. Ein gutes Versteck, ich sehe dich wirklich nicht. Ich sehe dich. Hast du das schon? Hammer? Ja, ich habe jetzt genug Fotos. Ja, kann mir nicht noch so eins machen, ich leg mich auf den Boden und dann... Immer willst du dich einmischen bei den Figuren, bei den Bildern. Ja, okay, dann nicht. Mein doch, ganz schön. Wir können auch gerne, ich mache für euch gerne auch noch ein Gruppenfoto, wenn ihr möchtet. Oh, das wäre nett. Nee, weil warum? Wie, ich will eins einrauben. Ja, ach so, für uns, jetzt nicht für die Annonce. Ja, für uns. Also, ja, nein, nein, für euch. Für euch. Ja, ja, das kommt. Aber für die Annonce wäre auch nicht schlecht, dann sehen alle, dass der Freund halt. Also, du legst dich halt hin und ich drücke auf dich. Ja, nein, dann denkt ihr, ich bin Lebensretter. Boah. Ja, Mann. Kann mir einer aufhelfen? Ja, okay, warte, 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 ich helfe dir so, warte, so, halt dich fest, so. Oh, voll Ronny ins Gesicht gefurzt, wa? Ja, wir können da mal so ein Gruppenbild machen. Enzo, verpiss dich. Genau, ja, dann stell dich mal nicht. Deswegen habe ich mich doch hingestellt. Wo ist mein Twinkie hier? Ach, ich wollte hier am Auto, warte, dann geht er weiter. Oh nein. Warte! So, Ronny, willst du mit dem Rücken zu den anderen stehen? Nee, ich will hin. Wo soll ich hin? Nein! Was? Neben Twinkie? Oder so, ja, ja, setz dich doch davor. Setz dich da vorne hin. Hey, wird aber ich. Passen. Setz dich vor uns. Ich will doch so was, ja. Mann, so. Mann! Ja, oder so. Please! Warte! Ich warte, kein Stress. Bin bereit. Ja. Jawohl. Das ist die Huckelo-Gang. Super, hab ich. Super. Perfekt. Dann können wir zurückgehen. Wie heißen wir? Hallo? Wir sind die Huckelos. Okay. Huckelo. Huckelo. Hallo, Biggie. Ach ja, Biggie hat angerufen. Soll ich wen mitnehmen? Actionfigur? Ne, ich lauf rüber. Alles gut, okay. Huckelu. Okay. Aber wir schaffen es nicht mehr. Fahren wir auch? Ja. Ich bin zu faul. Komm, aber Willi, wir haben unser Auto tiefer liegen. Nein, gut. Ich frage mal. Du musst ja am Enzo. Ich gehe mit dem Enzo zu Fuß. Okay. Okay. Und ihr wolltet arbeiten gehen. Okay. Sei bloß vorsichtig. Na, sollen wir jetzt eine Actionfigur holen? Ne, wir müssen das erstmal fertig machen. Ein andermal, Biggie. Okay. Team Hoshi. Das klingt irgendwie cool, ne? Was denn? Ja, dieses, was du gesagt hast, ja, diese Huckelo-Gang. Ja, danke fürs ins Gesicht husten. Kein Ding. Aber ich hatte doch... Kannst du das auch sagen, Ronny? Was? Wir sind dieses Huckelo.
Ugglu. 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 Boah, die haben ja sogar einen Fachinformatiker hier. Schwerbung für andere. Was? Was hat der gesagt? Nix. Nix. So. Nix. Ich habe irgendwas mit Werbung verstanden. Ja. Für andere. Grrr, ich bin der Stürmer. Oh, da, guck mal, da kommt schon die Erste. Die hat schon die Annonce gelesen. Oh. Oh, hallo. Haben Sie die Annonce gelesen? Guten Abend. Ach, das ist die Fanny. Fanny Fisch? Fanny. Alter, ich habe gedacht, du hast die Annonce gelesen. Kat, so alt. Ich? Kat. Warum Willi? Die sagt doch gar nicht. Die ist weit für Willi. Für mich? Nein, der Willi hat schon 7 Frauen. Ne? Langsam wird's unfair. Ja. Die Frau redet doch gar nicht. Doch. Doch, ganz leise, die zeigt hier rüber. Warum flüstert die? Red mal lauter. Kannst du, Fanny, bist du ein bisschen lauter oder so? Oh mein Gott. Fanny, wie kann ich helfen? Die, hat ja, die ist die Erste für Ronny, glaube ich. Ja, Fanny. Nee, Ronny, hast du annonciert? Ja, du auch? Nein. El macht's gerade fest. Weil just ein Boy. Circa 5 Minuten. Fanny, was kann ich für dich gut? Ja, haben wir gerade telefoniert, du? Das weiß ich nicht. Ich habe mit jemandem von euch gesprochen und man sagte mir, ich soll mal eben schnell rankommen. Da ist eine Fachkraft im Dienst. Ich habe mich falsch registriert. Auf den Witzel-News. Was kann ich tun? Los, ran, Pinsel. Fang schon an der guten Seite. Ja, hol sie dir, Tiger. Bin ich so viermal so alt wie ich, aua. Jetzt mache ich euch erstmal schnell euer Gruppenbild fertig. Klein, ja. Ich mach mit. Ich dachte, das hat 12 Tage. Dauert das nicht 12 Tage? War es das Gruppenfoto fertig zu machen? Ja. Deine Frau Schnenge hat gesagt, ihr braucht ganz lang. Aber ganz lang sind ja keine 12 Tage. Wenn die das für dich wohl. Ja, Benson. Oh. Mach mal ein Fotofilter. Was denn? Kann ich mein Bein so darüber tun, Twinky? Hältst du es fest? Ja. Danke. Ui, was ist hier los? Was ist jetzt los? Was passiert hier? Hogwarts! Was zum Teufel? Was machst du da? Kann nichts dafür, ich hab Butterpopcorn gegessen. Dann lasse ich euch die gerade zukommen. Muss mal kurz einmal ausrechnen im Kopf. Haben die zu jetzt auf dem Schoß von Pinky? Wir können gar nicht rechnen, was redet der? Oh ja, Shelly. So, und wenn Willi kommt, kriegt das auch noch. Ich geh mal draußen an. Okay, bis gleich, Benson. Tschö. Schon komisch, ne? Essen. Nix, ich sag besser gar nichts mehr. Ach komm, wir sitzen alle auf dem Schoß. Komm nur auf meinen, Willi. Auf deinen Schoß? Ja, wir machen die Raupe, kennst du die? Ja. Human Centipede. Als Maul. Oh. Nein. So. Perfekt. Das ist wirklich ein schönes Bild. Was ein ganz warmen Atem. Wir haben heute keine Zähne geputzt. Ja, man riecht es. Danke. Gott. Oh, du Blöder. Nicht meinen Armen. Kann ich sie ertragen? Mahlzeit! Was sieht denn das hier? Die Raupe. Wir sitzen alle auf dem Schoß, das ist Human Centipede.
das ist ein Mann ins Feld. Oh, da hat einer MVE-Sonnenbrille. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Oh Gott. Hier wird schon wieder gekichert. Hier wird schon wieder gekickt. Das kickt richtig. Oh, das sieht super gut aus. Hast du schon? Das hängt uns übers Bett, oder Twinkie? Ja, darüber reden wir später. Bist du schon wieder am Einschlafen? Nee. Was hast du denn? Ja, darüber reden wir noch. Warum, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Na, das übers Bett hängen. Ach so. Ja, wir können dann Willi rausschneiden. Ja, danke. Warte mir, da ist so ein Smiley-Kleber aufs Gesicht. Das kannst du ganz alleine beantworten. So ein Kack-Emoji machen wir nicht. Hör auf mich zu schieben. Oder was? Ich bin ja am Chillen. Jetzt kriegst du ein Brett. Boah, ich darf nicht so reden. Ich würde vorschlagen, dass ich das gerade einmal vorlese, wenn es okay ist. Ja. Und dann nehme ich Verbesserungsvorschläge gerne entgegen oder wenn was fehlt, wenn ich was hinzufügen soll, wenn was weg soll, gerne einfach sagen. Ja? Okay. Okay, Bro. Alles klar. Also. Lass dich dann gerne hinsetzen. Ich hab das diesmal ein bisschen anders formuliert. Ich hoffe, dass das okay für euch so ist. Kannst du so vorlesen, als würdest du Dings Herr der Ringe vorlesen? Ich so voll den In-Character, so RP-mäßig. Ja. Von einem Ork, bitte. Nee, ich würde es einfach. Oder vom Hobbitzen. Ein Hobbit, bitte. Ich kenne keine Hobbits. Bitte, Frau Schnee. Du kennst nicht Fridolin Frag? Nein. Hobbitzen? Nee, kenn ich eigentlich nicht. Wo geht der denn immer zum Lachen hin? Oh, in Handschuhfach, wohin sonst? Oh, hallo. Der lacht hinter der Couch. Wir haben halt keinen Keller, sonst würde er vielleicht in den Keller gehen zum Lachen. Wie, du kennst nicht den Hobbitzen Fridolin? Nein. Der den Ring in die Waschmaschine geschmissen hat? Nein. Lass dich raus, was zum Trinken. Ja. Halt's Maul. Halt bitte einfach den Mund. Ich piss mir nicht. Nein. Tigel, ich habe die ganze Trilogie geguckt. Oh mein Gott, Blatt. So, lass sie jetzt erstmal vorlesen. DVD. Boah, ich hallo. Mach das einfach mal ganz normal. Ja, lass sie doch mal vorlesen jetzt. Ja. The stage is yours. Alan. Nein. Harper. L. Nein, einfach nur L. Es ist der Großbuchstabe. L. Ach, L. L wie Ludwig. Lucha. Wie Alan von Death Note. Psst. Alan. Ich fang mal an. Ein Anruf geht bei der Leitstelle ein. Partneranzeigen bei Wizzy News finden viele Leser. Und so werden auch Ronny samt Begleitung darauf aufmerksam. Seine Freunde machen ihm Mut, es auch einmal zu probieren, um eine Herzensdame zu finden. So entsteht eine Partneranzeige der besonderen Art. Anstatt des sonst diskreten Einzelgesprächs unter vier Augen, entsteht ein fröhliches Beisammensein, bei dem sich die Freunde sehr für Ronny einsetzen. Ronny ist 99 geboren und ein echter Freigeist. Beruflich geht er in seiner Rolle als Taxifahrer komplett auf. Er ist künstlerisch sehr begabt, malt und singt sehr gerne. Seine Freunde lieben vor allem seinen Humor an ihm und dass er immer für sie da ist, ganz egal worum es geht. Mit Ronny kann man wortwörtlich Pferde stehlen. Der ist gut. Er ist liebevoll und tollpatschig. Das würde ich dick markieren. Entschuldigung. Kann ich gern machen. In seiner Freizeit fährt er Fahrrad auf Profiniveau. Mit Verlinkung zu einem Pony. In seiner Freizeit fährt er Fahrrad auf Profiniveau, egal ob auf der Straße oder auf der Halfpipe. Mit ihm wird es garantiert nicht langweilig. Ein so toller Mensch wie Ronny es ist, sollte nicht lange alleine sein müssen. Das Mädchen an seiner Seite sollte Fingerspitzengefühl haben und motorisch begabt sein, in einer Werkstatt arbeiten beispielsweise. Eine Freundin zum Verlieben sollte für Ronny auch Spaß verstehen, da man mit ihm sehr viel lachen kann und muss. Beim ersten Treffen werdet ihr euch am Pier treffen. Dort lädt dich Ronny auf eine Fahrradtour inklusive Fahrrad ein. Was? Wer hat das gesagt? Hast du Interesse? Bitte? Sei ruhig. Es werden keine Kosten gescheut. Ja. Oh. Das klingt super gut. Kann ich nicht selber kaufen? Ich fand nur den Anfang ein bisschen so, als, das klingt so, als hätten wir den hier hingeschleppt.
Erzählt dir nicht selber die Initiative. Das ergriffen. War gut. Das ja, war ich kann gut. Das auch gerne okay. umschreiben. Ach, kein Problem. Ich hab's halt nee, bei nee, der Wahrheit das müsst ihr Frauen entscheiden, weil ich habe auch nicht. Nee, das dran. War schon echt gut so. Ja, ist okay, mein Freund. Du hast nur keinen Plan. Ja, ist okay. Boah. Ja, halt's mal jetzt. I feel with you, I feel so with you. Ach, du halt auch dein Maul. Oder wir sollten uns mal treffen und was trinken gehen. Ich brauche einen Männerabend. Gar nicht. Aber du musst sein. Ich habe kein Geld, die verwaltet mein Geld. Ich darf nur $3,000 haben. In der Woche, oder was? Alles andere muss ich abdrücken. Ich darf auch mal fragen. Oh, mein Mann kriegt gar nichts. Das ist aber großzügig. Ja, ja, ich dachte fürs Erste und dann mal gucken. Wenn ich nochmal höre, das geht, dass das für Glücksspiel rausgeht, dann war's das auch. Nur mich? Letztens war ich an der Tankstelle, musste mir was leihen, weil ich nicht tanken konnte. Kenn ich. Ja, unser Leben ist scheiße. Jetzt halt du Mann. Oh mein, aua. Entschuldigung. Bonnie, deine Telefonnummer? 990 1123 Achso, du willst sie echt? Hast du auch eine E-Mail-Adresse bei Gurgel oder so? Bei Gurgel? Ja, die abwürgen, wir sollten unsere Nummer abgeben. Nee, der macht das schon. 555 Ja? 4 Nee, 4, also 467 467 067 067 9 Lies besser nochmal vor. Am besten testen wir die noch. Ja. 467 0679 Ja. Jo. Ich bin noch dafür, dass wir so eine versteckte Nachricht dazu machen. So ein Brechstangen-Emoji und mit einem Auto-Emoji. Ja, bei Fingerspitzengefühl. Das wäre super. Genau. Warte mal, was hast du jetzt für eine Nummer aufgeschrieben? 460 Nee, ne, falsch. 467. Ja. So. 467. Ja. 0679. Ja, okay, ist richtig. Gut. Geht das jetzt schon online? Das geht jetzt in wenigen Minuten online. Ich brauche nur noch die Bilder. Wobei, die könnten ja vorbereitet sein. Ich gehe mal gerade gucken. Was ist denn mit dem Gruppenbild? Noch immer keins bekommen. Hast du nicht? Nee. Was, Dings, ja. Mach mal Handy frei bei Bluetooth. Ja. Hab ich. Ping mal. Was? Sing mal. Pingen. Pingen? Ping. Ding. Stups mich an. Oh, ne, ne. Keine mehr. Stups mich. Na, oh mein Gott, der stupst mich halt wirklich an. Oh mein Gott. Ja. Ich hab weitergeleitet. Okay. Boah, das Handy-Display ist aber so groß, ne, dass ich bis hier hinten hin sehen muss. Türki, du bist schon am Knochen. Dein Fingernagel ist schon weg. Ach, gib Ruhe. Gib du Ruhe. Ui. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. No, nein, danke schön für den Prime. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Dankeschön für den Prime 10. Und Magic Fingers, danke für den Wisdom 4. Und Jinx, danke für den Wisdom 34. Oh, und Follow, danke schon für den Prime 2. Und Captain Sexy, danke für den Prime 20. Ich muss mal kurz an Chevron. Und Dodo, danke für den Prime 3. I love you too. Und Tani Cake, danke für den Prime 23. Warum trägst du eigentlich nicht das T-Shirt, was ich dir fertig gemacht habe? Ja, ich hab das noch nicht ausgepackt. Noch nicht ausgepackt. Ich zieh das morgen an. Hm. Warum? Ich wollte das für einen besonderen Tag aufhalten. Ach so. Ich zieh's morgen an. Jetzt gib Ruhe. Halt's Maul. Halt du dein Maul. Nee, komm. Ach, Scheiße. So nicht. Du Schwein. Aber du bist ein Schwein. Nee, du.
Hey, du. Wer pupst denn unter die Decke und drückt meinen Kopf da drunter? Du bist das! Ganz toll, danke für den Prime im 13. Monat. Den Resub. Und No-Go, danke für den Resub mit Prime im 8. Monat. Und Icehooker, danke für den Prime im 28. Danke. Oh, scheiße, mein ICQ, sound ist geil. Lalalalalala. Kaffeeboot. Wo kommt das jetzt? Bei Weasel News oder in YouLife? Ja. Ja. Keine Ahnung. Also da YouLife keine Partneranzeigen macht. Bei Weasel News. Und da ich die Inhaberin von Weasel News bin. Braucht ihr eigentlich noch rasende Reporter? Auf jeden Fall. Twinkie und ich sind haben. Super gut da drin. So, Komm ich denn auf die... Ihr könnt jetzt mal schauen, die Partneranzeigen sind aktualisiert. Wo ist das denn? Wo finde ich das? Heißt auf der Suche nach einem Partner. Ja, ja, wo ist das? Kannst du mir nochmal die Wiesel? Ich habe, glaube ich, die Wiesel News. Auf die YouLife-App. Ja, mir auch bitte. YouLife-App. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss ja, auf die ja, hau rein, Bruder. Ja, funny. Ja, YouLife-App oder Wiesel News? Was? Wiesel News. Oh, rein, Bruder. Es ist Wiesel News. Kommt man da über die YouLife-App rein? Ja. Wo denn? Gibt es, ja, einfach Weasel eingeben. Einfach gucken. Ach da. Ja. Wo? Basel, bei Suchleiste. Kriegt ihr schon ich kriegt ihr schon hin. Gemäß. So, hier, Weasel News. Da kommt ihr direkt auf den Artikel. Ah ja. Okay. Das ist ja umständlich. Oi. Auf der Suche nach einem Partner. Oh, ja. Ja, Biggie. Hallo? Biggie? Ui. Das Bild. Das Bild. Das ist das Bild. Das ist so gut. Das unterste Bild ist super. Geil. Guck mal, der Mörder hat auch eine Annonce gemacht. Der Mörder. Hoffentlich hat sich das ist sehr gut. Das Bild ist super gut. Alle Bilder sind super gut. Ich glaube, wir sollten habt ihr euch auch eine schöne Kulisse für ausgesucht. Das ist ich glaube, so wir sollten sagen. Uns auch mal fotografieren lassen von dem. Soll ich auch mal eine Annonce schalten? Ja, aber dann wissen auch deine sechs Frauen davon, dass du wieder eine neue suchst. Ja, stimmt, das dann ist schlimm. Dann bricht deine Pyramide aus Lügen und hinterhalten komplett zusammen. Dein Pyramidensystem da. Was sagt er über dich? Ja, ich weiß es auch nicht. Wie viele Frauen der hat? Gar keine. Ja. Da gibst du keine ab, oder was? Hä? Gib dem Ronny doch eine ab. So. Nee, so viel habe ich ja nicht. Ach so. Und wie viele brauchst du? Ja, eigentlich nur eine, ne? Die riecht dir. Oh, ja. Ja. Aber ich habe ja schon eine große Liebe. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinem dummen FC Kölle. Wir haben alle linke Beine. Ja. Das stimmt. Vor 3 Jahren haben die auf dem Platz noch mit einer Kartoffel gespielt. Ja, danke. Immer feste tiefer ins Herz stechen. Sag mal, wenn du eine Ziege als Logo hast, ne, da kann nichts draus werden. Oh, halt du die Fresse. Ja. Erwin. Oh, ist das schön. Pinsel, deine Annonce ist drin. Okay. Wir haben noch nicht bezahlt, noch können wir wegrennen. Okay, ihr Lieben. Ja. Dann würde ich mal. Kannst ich habe das nicht verstanden. Richtig, ihr wolltet das teilen, ne? Ja, kannst du Hälfte mir, Hälfte Peanut. Das ist gar kein Twinkie Problem, das machen wir. Dann komm mal gerade rüber, fangen wir mal mit dir an.
Vielleicht hast du ja Glück, Pinsel. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das wird dann auf jeden Fall sehr interessant. Was machst du denn, Junge? Essen. Du machst viel zu viel Sport mit meiner Frau. Ja. Sag mal, dafür machst du da Moves drauf, Junge? Ja, selbstverständlich. Die hab ich so noch nie gesehen. Ja, gut dann. Also ich würde mich für dich freuen. Ach, wo sehe ich denn hier, Nunch? Bei Witzel-News. Mhm. Ah. Ach, da. Mal mein Smartphone checken. Ja. Ja, perfekt. Woher kannst du dich nicht mehr vor Anrufen retten? Ich hoffe es so sehr. Danke. Du bist ein richtiger Bachelor. Oh, Pina, du bist dran. Du nicht schicken, ja, ja, ich komm schon. Ah, ne, Twinkie, Entschuldigung. Danke, Alpino. Oh. Das ziehen wir von unseren Schuldnerpinsel. Danke. Ja, natürlich. Bitteschön. Trug. Ist euch mal aufgefallen, dass der Boden ein ganz großes Dingssymbol ist? Für WLAN? Ah. Ja, ja. Oha. Die Connection. Connecting People. Mhm. In Nokia. Ja. Oh. Hallo, Tony. Danke. Ja, super. Bist du nervös, Pinsel? Ja. Oh, so, ich hab Anruf. Wenn sich jemand bei dir gemeldet hat. Nee, noch nicht. Geld zurück oder wie? Nein. Wenn das ja nicht mehr aktuell ist, wenn das rausgenommen ist, werden soll, dann böse rufst du bitte an bei der Leitstelle, ja, und sagst, dass das rausgenommen, ja, werden soll. Ja, wenn ihr Zeit, ja, habt, dann. Das wird wahrscheinlich für Martin sein. Ach, Quatsch. Okay. Kannst du mir mal in meinem Smartphone eintippen? Ich muss mal los. Ja, musst du dich wieder um deine Raumlehre machen. Kannst du dich mal kurz um... Kannst du mir das eintippen? Kannst du den Enzo mitnehmen? Ja, können wir machen. Okay. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Warum, seid doch zu dritt. Wir haben vier Sitzer. Mhm. Ach so, ja. Doch. Wir sind und zu dritt. Und dann zwei, so, drei und die eins. So. Und dann gehen wir da unten auf Speichern. 2, 3, 1, genau. Muss nur den Rasen mehr holen. Okay, danke. Ja. Bitte, bitte. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Tschüsschen. Bis gleich. Tschüsschen. Zusammen. Schönen Abend. Tschö, und wenn ihr Reporter braucht, müsst ihr ja Bescheid sagen. Ja, wir haben eine Stellenausschreibung draußen. Wenn sie Reporter sein wollen, müssen sie sich bewerben. Aber ich stelle dir die Fragen. Das ist schon mal gut, ja. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Nee, als hättest du keinen Taschenrechner in der Hand. Bye, have a great time. Oh, das Auto ist gerade vorbei. Dina, kannst du mich bei mir rauslassen dann? Wo? 638639. Brauchst du eine extra Einladung? Ich hab nach Reporterjob gefragt. Ja, ja. Bin gleich dahin, ne? Ich nehme meinen Namen ganz vergessen. Nein. Ja, was für ein Namen schon wieder? Na, nein, 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 mit dem jungen Herrn da. Ja. So. Können wir den Dings absetzen, Enzo? Ja, wo denn? Er hat irgendeine Nummer gesagt, aber ich hab die Dings nicht. Achso, auf der Hauptstraße von der Bäckerei, da wo, wisst ihr, wo die Bäckerei ist? Ja, na klar wissen wir, wo die Bäckerei ist. Genau, auf der Hauptstraße ein Stückchen weiter Richtung Westen. Also ich kann euch aber leiten von hier, fahrt einfach hoch. Juckt keinen. Voll anstrengend. Ich fahr erstmal Richtung Bäcker. Der wohnt über dem, genau, Sushi-Laden in der Querstraße. Hallo, ja, genau. Du wohnst bei uns, wo wir damals gewohnt haben. Wir haben da auch gewohnt, wir wurden rausgeschmissen. Wo warst du denn gewohnt? Neben Willi. Wo? Nein, 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 nicht oben, nein, nein. Doch, ich da wohne nicht da oben in Weinwood. Nein, der wohnt genau da. Gut, werdet ihr ja sehen. Werdet ihr, könnt ihr mir ja sagen. Ach so, gehst du schlafen? Ich, nee, nee, aber der Tim ist da. Wer ist denn Tim? Das ist der Bruder vom Cookie. Wer ist Cookie? Oh, pass auf! Oh mein Gott! Das ist knapp.
Der ehemalige DJ aus dem Cube. Ein Blitzer hier im Auto? Hallo, Starella, die sind alle müde hier, keiner sagt das. Ich bin freund. Die sind immer nur schlafen. Oh, guck mal, der unterhaarige Bauch. Das ist ein jetzt rechts? Turbo. Genau. Nein, schlimmer. Und dann geht gleich links so eine Querstraße und dann rechts das erste Haus, also hier das, links das Haus. Wir wissen es. Enzo. Boah, sei nicht so unfreundlich. Ja. Hier wohnst du? Ja, oh, guck mal, ja, hier. Das ist nett für ein Assi. Danke. Kein Problem. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Hi. Tschüss, Sikowski. Oh, schnell den Assi kommt. So, ich hab, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was wir machen sollen. Ach. Gönn jetzt einen Gang unterscheiden. Erstmal chillen. Ja. Hoffentlich ruft jemand an. Oh, bin nicht. Boah, wer ist? Ruft jemand an und du gehst nicht handpinseln, ne? Dann petze ich dich bei Twinkie. Jetzt erstmal zu Cody und sagen ihm, er soll seine Gäste darauf aufmerksam machen. Ja, das wäre nett. Oh mein Gott. Ich sehe das, wenn dich jemand anruft und du nicht dran gehst, ne? Ich beobachte das. Wir wollen jetzt jeden Tag deine Anruferliste sehen. Ja. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass die so ein Gebäude haben da. Bin da schon tausendmal vorbeigefahren. Hm. Ich habe nur eine Frage. Ich glaube, Marcelo Bruder. Ja. Was denn? Die U-Life-App. Ja. Wo ist denn die auf meinem Handy? Ja. Wenn du auf dem Startbildschirm bist. Mhm. Dann siehst du sie nicht. Genau. Du musst ihn in Einstellungen erst anzeigen lassen. Mhm. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, pass auf! Was denn? Oh mein Gott! Was denn? Ich glaube, du hast das Auto von Biggie gerammt. Ha, Biggie, was geht? Aua. Hallöchen. Es geht, Bina, alles warum gut. Warum rufst du an und redest nicht? Hä, ich hab doch geredet. Du warst dran. Hey, Biggie hat, glaube ich, euer Auto gerammt. Ja, habt ihr. War alles gut. Entschuldigung. Alles nicht schlimm, gut, alles ich sehe eine Werkstatt. Hab den Dings bekommen? Actionfigur? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Ich erschreck mich immer so. Ich habe mich gerade auch erschrocken. Oh, ich glaube, da reicht noch niemand, denke, das war nee. Leider nicht. Als Ronny aufgelegt hat, kamen immer 4 Leute in den Laden. Ganz was komisch. Ich hab keine Ahnung. Was zum Teufel ist das? Ketka Farme. Ja, ich glaub's auch. Ach, oder das ist so ein Batman-Mobil oder so. Ihr müsst uns einen Gefallen tun. Ja, welcher? Der Ronny hat auf Wiesel News halt den Annonce geschaltet, weil der sucht eine Freundin. Okay. Ja. Wenn ihr hübsche Mädchen seht, die coolen Charakter haben, dann macht die darauf aufmerksam. Alles klar, machen wir, kein Problem. Habt ihr mal die andere Annonce gesehen? Ja, das ist einer, der heißt Richard, ist 51 und dann steht da, wenn du zwischen 23. Ja. Wenn du zwischen 23 und 45 bist, melde dich. Ich finde okay, das ist ein bisschen creepy. Also ein 51-Jähriger, so ein junges Ding, also ich weiß ja nicht. Ach, warum hast du schon wieder kein T-Shirt an, Biggie? Ja, die passen mir alle nicht. Und da immer das eine, das ist kacke. Immer nur dasselbe T-Shirt ist doof. Dann zieh lieber keins an. Zieht man ja, ein bisschen den Speck lüften und den Bauchnabel lüften, ne? Das macht. Habt ihr schon gegessen? Ich hab Hunger. Ja. Ich geh schnell rein. Ja, wir sind fertig. Boah, die können doch mal wieder hier sauber machen. Sieht ja aus wie bei Hempels und dem Sofa. Für die Allgemeinheit was Gutes, wenn's. Hallo, Chef Cody. Tag. So, das hier wäre auf jeden Fall die Anzeige. Ja, der Pinsel sucht eine Freundin.
Ja, pass auf, Mr. C sagt, er würde sogar eine Anzeige bei YouLive, genau, für dich noch sponsern. Bei YouLive, YouLive. Aber wir haben doch da eine, oder? Das, nee, das ist doch Weasel News. Oh. Ja, das wäre cool. Warum haben die uns nicht gesagt, dass das möglich ist? Wir waren gerade da. Was denn? Der Chef Cody wird sogar noch eine Anzeige in YouLive sponsern. Ja klar, Ronny, du bist schon so ein langjähriger Kunde bei uns, so. Wir haben einjähriges. Da können wir auch mal was zurückgeben hier an die Stadt, einen sozialen Dienst, und machen so deine, was ist das? Partneranzeige da öffentlich bei YouLive. Was hältst du davon? Da müssen wir die Eilnummer anrufen. Puh, aber ich bin doch drin, oder? Nee, du bist bei Witzelnuss. Oh. Es gibt auch nur YouLive. Oh. Oh, kein Plan. Es gibt doch noch Yahoo! Und Knuddels. Und Gesichterparty. ICQ. M&M's. Seid ihr morgen am Start? Ja. Morgen ist doch einjähriges. Ja. Na klar, ja, dann. Ich zähle auf euch, ne? Wir zählen nur auf dich. Nee, morgen ist Montag. Morgen ist Montag? Hm. Oder bin ich da? Aber ich hab Hunger. Ja, gibt's noch Actionfiguren? Lass mich raten, nö. Nö. Ihr wurdet angerufen sogar von Piggy. Ja, wir waren doch mitten im Gespräch für die Annonce für Pinsel. Ja, dann habt ihr leider Pech gehabt. Ein bisschen Priorität. Ja, aber vielleicht habt ihr ja morgen die Chance nochmal, ne? Morgen gibt's ja mehr. Mindestens 11. Oh, wie 11? Frau Schnecke, mach schon mal Ronny-Menü. Gibt kein Ronny-Menü. Doch, gib's, pass auf. Ich will ein eigenes Menü. Weil das so ist. Das ist unfair. Bist du neidisch? Nö, ich habe auch unser eigenes Menü. Und was da drin? Einmal alles oder was? Alles, boah, du Arsch. Wollt ihr einmal euer Menü oder wie? Ja. Mach ich euch klar. Kleiner Blick. Du auch, Twinkie? Zusammen eins oder jeder eins? Twinkie. Jeder eins. Jeder eins, okay. Natürlich. Was ist denn bei euch drin? Tinkerpäckchen, Cheeseburger, alles. Ein Sandwich nach Wahl und. Genau. Unangenehme Stille. Ja, Chat ist müde, immer. Oh. Musik. Was? Was? Hm? Was hast du gesagt? Den hat der Maloko. Was? Ja, das sagt er da. Und ja. Keine ich verstehe nicht. Ja, schön, dass ihr Spaß habt. Oh, komm. So, jetzt klär mir nochmal. Ich sagte, ich habe keine unangenehme Stelle, ich habe Musik. Achso. Mhm. Welche Shakes wollt ihr denn? Welche Sandwiches? Geil. Cheese und Schoko. Schoko, oh, Schoko ja, und Cheese. Easy. Easy. Tut auch, der kommt ja von Jamaika, ne? Easy. Dabei kommt er aus Wuppertal. Du, das ist doch Deutscher. Was ist das? Der ist von Deutscher. Ja, ich sag doch, der kommt aus Wuppertal. Easy. Na, das ist Crow. Der mit der Affenmaske. Ja. Hm? Ja, nimmt euch Tinkerpäckchen. Wo ist eigentlich die Oma? Ach ja. Und wo ist Wahnsinn. Wo ist Hausi? Wo ist Alpino? Ja, heute ist. Boah, ich hasse Sonntage, ne? Ja, so. Eigentlich müssten wir mittwochs die Serie aufnehmen. Ja, du und sagst, dafür sonntags die gucken. Weil sonntags ich geb dir 100% recht. Jetzt Maul, Alter. Ich höre gleich den Rasenmäher. Oh. Sonntag ist echt tot. Ja. Bis gleich hier. Ja. Ich hoffe, dir am Arsch rumzufummeln. Ach komm. Hast du da Kacke unterm Finger? Ich muss ja nicht damit leben. Du aber. Anscheinend, die beiden sind so frech. Ja, ich bin gereizt heute. Oh, ja. Ich glaube, ich habe einen Helm auf. Das sind. Ach,
komm. Ich weiß halt echt nichts mit uns anzufangen, wollt. Was können wir machen? Ich weiß nicht. Autos knacken. Bonn und Abschlepper. Ja, stimmt. Wo kriegen wir Nahrung? Ist hier eigentlich mal Nahrung? Sag mal, ich könnte große Hose. Ein Abschlepper. Ja. Und Cody? Pinsel geht einfach hinter der Theke. Oh, Gesundheit. Kann ich auch was haben? Danke. Ja, also ein Abschlepper. Wo kriegt man einen Abschlepper her? Ja, wie jetzt bald? Ich würde sagen, wir könnten einen so, von deinem guten Chef Cody, hast du einen Abschlepper? Ein Abschlepper? Nee. Was ist mit deinem Kumpel hier? Mein der Rolle, der, nein, nicht Rolle. Hier, Schachtel. Auch nicht. Schachtel? Büchse. Ach so, da gibt uns doch keine Schachtel, leider. Schachtel, weil der hat ein bisschen gebraucht. Dankeschön. Bitte sehr. Twinkie zahlt jetzt Geld. Okay. Schachtel, Alter. Dann macht das 8 oder 10 Dollar, Twinkie. Ja, dann. Oh mein Gott, was hab ich hier für ein Menü bestellt? Wie 2000? Hau die Kohle halt nicht so raus. Halt du dein Maul. Ich danke dir. Oh, bitteschön. Perfekt. Hau die Kohle nicht so raus. Ronny, du nimmst auch so ein Menü? Ja, scheinbar. Oh easy, Gott. Mach dir fertig. Easy. Wir kriegen wenigstens was dafür im Gegensatz bei deinen Glücksspielen. Ronny, vielleicht kannst du ja mit Jenna ein bisschen flirten üben. Oh, so stimmt, jetzt, wo du so eine Kontaktanzeige geschaltet hast. Komm, du bald los. Bitte sehr, Jenna. Natürlich, Mann. Du sollst flirten üben. Wo muss ich hin? Ich hätte gerne ein Menü. Bitte. Du musst immer bitte sagen. Richtig, bitte und danke ist wichtig. Zumindest am Anfang. Aber sei mal ein Sturzfrau, ne? Boah. Wie findest du den Pinsel? Ich hab das schon mal gesagt. Schon mal. Ja, ich finde ganz schnieke. Würdest du mit denen auf ein Date gehen? Ja, also wäre ich nicht vergeben, auf jeden Fall. Mit wem bist du vergeben? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, ja, nachher wird der verhauen oder so. Quatsch. Gar kein Mörder. Sag mal. Egon. Egon? Ja. Der Drache aus dem Minen von Moria? Auch, ja. Nee, eigentlich nicht. Ich auch, da komme ich da rüber über die Bühne, du. Hey. Egon, das Pinsel klingt doch viel cooler. Das stimmt. Ja, siehst du, das ist dein eigener Freund, mach Schluss. Nein. Wie nein? Nein. Doch. Nein. Also ich sehe dich an Pinselseite. Meinst du? Klar, guck, der hat sogar einen Joker an, der blinkt. Krass. Frech. Dann kann er mir im Dunkeln nicht verloren gehen. Eben. Er ist der Leuchtturm in deinen dunkelsten Nächten. Boah, das war romantisch. Beim Gold. Das war sehr romantisch. Du, geh weg! Oh Gott. Was, willst du mich hier jetzt scammen oder was? Nee. Ja, dann flirt mal, Ronny. Und los. Warte. Erstmal dein Menü jetzt. Okay, ist schon mein Essen, das ist wichtig. Ja, Prioritäten, danke. Stimmt. Entschuldigung. Sehr. Schön. Vielen Dank, Sir. Dein Trinkpäckchen und dein Schokoshake. Oh, danke. 405 Dollar, bitte. Danke. Oh, was? Okay. Du hast einen großen Menü. Frau Schnecke. Ja. Frau Schnecke, du bist so heiß. Du gehst nicht mehr. Nein. Guck mal, Ronny, erst mal hier deine Rechnung. Na, halt schon mal so. Sag mal. Was geht, Baby? Ja. Ding, dank dir. Öfter hier? Ich brauche Schnecke, kann ich das nicht gerade hier wieder geben? Ja, was? Bitte? Auch. Du lernst schnell, aber nein. Frau Superbusen, kannst du mir mein Geld zurückgeben, bitte? Was hat der gesagt? Frau Superbusen. Ja, Jenna, kannst du dem Ronny widerstehen? Oh mein Gott, jetzt fängt das Gequietsche wieder an. Nein. Kann meiner die Fangkette ölen? Die andere quietscht, dann ich kann nicht die. Ja, ich wollte gerade sagen. Also. Du es. Nein. Bitte. Wenn du mich jetzt richtig überzeugst mit einem Spruch, dann vielleicht, aber sonst warte nein. Warte mal, worum geht's? Welchen Spruch? Um das Geld für das Menü. Ja, einen richtig krassen Spruch, mit dem du mich jetzt richtig beeindruckst. Warte, du Shalom. Süße. Shalom.
Wie geht's euch, meine jüdischen Brüder? Shalom, meine Freunde. Geh nicht. Warte, du dringst vor. Ja, dann mach mal, komm. Also, Avada Kedavra. Hier rüberkommen. Kudava. Das war Ach. Kein cooler Spruch irgendwie. Warum? Das ist Harry Potter. Komm, du hast drei Frauen lügen, Harry Potter. Das stimmt. Als ich 12 war. Ja, was soll das denn heißen? Ist schon noch nicht so lange her. Zwinker. Zwinker-Smiley. Okay. Okay, wir kommen der Sache näher. Ja, ich habe gehört, Misty, Komplimente, man ist gut. Ja, das stimmt. Du siehst aus wie süße 14. Denzel, du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. Ganz dünnes Warum? Eis, ja. Gleich höre ich schon die Türen, die aufgesprengt werden. Ja. Ne? FIB open the door. Ach, links, ja? Ach, Quatsch. Sag doch, hey, deine Augen riechen schön. Wir haben vergessen, bei der Anzeige zu erwähnen, dass sie rothaarig sein sollte. Ach, stimmt, oh, wie ja, Mist. Schade. Tja, Ronny, dann wohl beim nächsten Mal. Nee, warte mal, Pinsel hat gesagt, braunhaarig. Soll aussehen wie ein Eichhörnchen. Weiß. Ich hab genug, Bruder, dankeschön. Sorry, du hast mich nicht überzeugt, Ronny. Aber nächstes Mal vielleicht. Ach, Pinsel, wir entführen die einfach. Mein Game. Hey. Du hast die Chance verspielt. Ich hab meine Chance verspielt. Ja, ich werde heute Nacht in mein Kissen weinen, okay? Ja, häng ein Bild von mir in die Decke. Mach Dann ich. Läuft's noch. Das könnte mein Freund komisch finden, aber mach Warum? Ich. Weiß nicht. Okay. Ist einfach so eine Einschätzung. Gut. Ich glaube, der Freund existiert gar nicht. Ja, genau. Ich denke mir Ich habe noch nie einen kennengelernt, der... Wer hat so soll Egon heißen? Ja, was kann er für seinen Namen? Wir suchen uns die doch nicht aus. Ja, natürlich. Also ich habe mir selbst meinen Namen gegeben. Oh, ich muss hier raus. Right like a diamond. Was ist da los? Tommen. Was war das denn, Alter? Egal, wir hauen ab. Entschuldigung. Komm, Twiggy. Komm, Pinsel. So, wohin? Ja, wir fahren ein bisschen rumgucken, wo was abgeht. Twinky. Ja. Komm. Au. Au. Mach das nicht nochmal. Ja. Oh. Das war eine Respektschelle, Mann. Warum schlägst du den? Weil er dir auf den Arsch gehauen hat. Ja, aber der übt doch nur. Ja, der soll an mir üben, nicht an dir. Autsch. Ich finde, das waren 5% meiner Kraft. Beim nächsten Mal steige ich es auf 20. Oh. Du packst meinen Pudding-Teilchen nicht am Hintern. Das ist nicht der Oma. Okay. Hört ihr jetzt zu uns? Ich sehe noch einmal deine Hände an dem Babbis, meine Perle. Babbis. Du kannst an meinem Arsch üben. Nur von hinten sieht ihr so identisch aus. Ich wollte dich. Aber ich habe ein bisschen trainierteren Nacken. Was? Ich habe ein bisschen trainierteren Nacken als Twinkie. Oh. Ja, stimmt. Der ist schon eine Weiße. Was? Was? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt... Lass uns überlegen, was können wir machen? Weiß nicht. Heute ist ja, glaube ich, so ein Tag, wo man früher schlafen geht, habe ich das Gefühl. Ja, oder? Twinkie, du bist auch richtig ruhig, du bist auch müde. Ich merke das. Nee, geh mal eine Runde shoppen oder sowas. Ja, lass doch alle zusammen gleichzeitig reden. Was? Eins, zwei, drei. Ich hab grad kein Wort verstanden von dem. Also was sollen wir jetzt genau machen? Dieses ganze Vielleicht können wir ja noch was zuschauen. Wir haben absolut keine Hobbys. Vielleicht können wir ja noch irgendwas zocken, oder? Monster Rancher. Das ist ja Naruto, oder? Oh mein Gott! Ja. Oh, das ist so... Das ist so fancy. Bye, have a great time. Boah, wie
geht, aber es sollte nicht irgendwo passen. Arsch und Titten. Oh ja, Pinsel ist okay. Zum ersten Mal hört er heute von Frauen und schon fängt er an, sexistisch zu werden. Warum? Wie, warum? Weil die Schuld. Arsch und Titten. Das heißt, er hat Bohren. Superbusen. Superbusen? Busen. Mir fällt halt echt nicht ein, was wir machen können. Ja, nix. Oh, warte mal, ich könnte hier was gucken. Und tschüss, Auto. Hallo, Juri. Und top, das danke, du bist offen. Am 37. Und Psychotic Donkey, danke für, du bist am 9. Ich wollte jetzt... Boah, ich will da nichts mehr zu tun haben. Du. Du, so. Gestern waren Partys. Und da warst du zu Hause im Bett. Ja, ich hatte kein Fieber, aber ein bisschen Fieber. Wir waren beim Kies in der Club. Und wie war's? Ja, war ganz okay. Manchmal war die Musik nur scheiße. Ach, stimmt, der Rasenmäher. Aber jetzt. Boah, es dauert ewig. Ja oder nein? Das dauert locker eine halbe Stunde, bis ich da zu Hause bin. Was? Ich kann dich anschieben. Oder? Sollen wir probieren? Doch, los. Vielleicht funktioniert's ja. Ja, los, tschüss. Aber ich darf mich nicht verletzen. Warum? Wie, warum? Bist du doof? Nee. Oh, was ist Gebot? Leben schützen. Ich will doch nicht sterben. Dann holst du dir mal. Ja. Habe ich überhaupt noch $1,000? Warte mal. Twinkie, weißt du mir, was mir einfällt? Was denn? Heute ist doch Sonntag, ne? Wir haben Freitag kein Gehalt bekommen. Ich habe gearbeitet letzte Woche. Und ich habe auch... Boah, wenn ich mich nicht täusche... bestimmt $70,000 gemacht. Ja, dann müssen wir das nochmal mit dem Chef bequatschen. Ja. Funky. Bulldoze. Oh mein Gott, das wird so lang dauern. Sie sehen mich rollen, sie hasseln. Los, Peanut. Ist das überhaupt legal? Was? Nee. Was denn? Aber wenn ich schon unten bin, könnte ich den eigentlich lackieren lassen. Warum denn lackieren? Das ist ein Rasenmäher. Ja, der muss schön aussehen. Ja, jetzt sei nicht albern. Gib Gas. Warte mal, sollen wir noch das andere Ding holen? Warte. Oh. Tim, was mit Raupe? Ja, los, komm, hol die auch noch. Ja. Oh. Ich hab nur noch $1,000 jetzt, Mann. Problem? Warte, komm. Welche ist jetzt die Raupe, die gelb ist? Man, die schuld ich mir immer. Ehemann, Geld für nachher. Ich das nicht. Hier. Oh. Hey, war die nicht schwarz? Ich hab zwei Schlüssel. Warte. Oh. Die falsche? Warte, probier mal. Also, ich geb dir beide einfach. Oh Gott. Oh, alles okay? Geht's dir gut? Oh ja, natürlich. Hab einen Dollar eingeschmissen. Achso. Jetzt weiß ich, was du meinst. Boah, guck dir das an. Okay. Twinkie,
Twinkie fährt vor. Langsam. Ja. Sei bloß vorsichtig, Pinsel. Wenn das der Sheriff sieht. Okay. Das gibt dann Ärger. Oh Gott, ist der Alarm. Los, du musst immer hochschalten. Geht das? Und fahr mal schneller. Ich bin schneller als du. Loser. Oh. Aber das geht nicht schneller. Er muss nach vorne wippen. Aber das ist schon... Weißt du, wie lange das dauert, bis wir zu Hause sind? Ja, was soll ich machen? Ja, fahren. It is what it is. Worauf haben wir uns eingelassen? Achtung! Aufpassen. Sonst räume ich dich ab. Du kriegst gleich ins Maul. Warte, muss. Fahr ruhig, fahr ruhig. Oh Gott. Naja, wir müssen ein bisschen aufpassen, ob wir die VODs jetzt clear halten, weil da Vinci halt nicht da ist. Es gibt viele Leute, die sich das VOD mal angucken. Die möchten auch die Experience mitleben. Was denn? Nichts. Hab den Rasenmäher angemacht. Was die Leute wohl denken? Guck mal, da kommen die Kluppis. Wo ist mir denn? Oh Gott. So, jetzt ganz schön viel Rasen, du. Mir ist weg. Warte mal, ich hab voll die Idee. Was? Warte. Warte. Mach mal die Schippe runter. Du kannst mich doch bestimmt mitnehmen. Mach die Schippe komplett runter. Da ist ein Stück Ampel drin. Mach runter. Ja, jetzt. Nein, runter, noch mehr. Ich kann schon. Nein. Doch. Nein. Jetzt oben? Ja. Jetzt schon. Ja, dann geht das nicht. Doch, bei mir stehen. Du bist doof dafür. Warte, ich mal. Was? Bist du doof? Oh mein Gott, Pinsel! Aua! Oh. Bist du doof? Nix passiert. Ich will nicht falsch. Ich glaube, Ansichtssache. Du musst den Rasenmäher oben schubsen. Also musst du ihn aufstellen. Hopp. Bist du besoffen? Hä? Ich doch. Lass mich mal. Moment, ja, mach zu. Pass auf. Pass auf. So geht das. Mhm. Du brauchst da gar nicht auf das meine. Los. Okay, jetzt hab's. Du hättest mich fast verletzt. Jo, war keine Absicht. War keine Absicht, ich schwör's. Wenn der kaputt geht, bekomm ich Jahre von Herrn Juri. Boah, ich qualm alles in meinem Maul. Mach mal Licht an. Was? Ja. So? Was? Nein, nicht die Schilderklauenpinsel. Warum? Ich habe eins vorne drin. Wo führt uns Twinkie eigentlich hin? Boah, das ist mein... Ach du Scheiße. Das Geld wollte rennen? Hallo? Na ja, klar, komm her.
Ach, das ist doch der vom Meer letztens. Hallo. Hi. Wo ist Twinkie hin? Wo ist denn? Da hinten. Achtung, ich räume die Ampel mit. Okay. Nochmal. Oh mein Gott. Das gibt Ärger. Wir hassen Ampeln. Ja, dann weg mit dem Müll. Okay, sag mir, wenn dein Süß. Na? No. Oh, was? Pinsel, bist du besoffen? Hör auf damit! Mach kaputt! Ja, weil die haben gesagt, mach die Ampeln weg. Ja, und wenn die sagen, spring von der Brücke, was machst du? Außerdem haben wir gesagt, Stoppschild haben. Nein, wir. Solltest du schnurren auf jeden Idioten hier zu hören. Mach nichts kaputt. Ich mach doch gar nichts. Ich stehe da nur. Du Trottel, du. Warum? Ich hab nur noch Rasenmäher. Ja, den hab ich mal. Krieg da richtig kein Batman. Nats, nats. Boah, der braucht so lange. Oh, ich steck fest. Hilfe. Step Bros, I'm stuck. Oh, jetzt geht. Der gute Step Steve. Schneller, Pinsel, schneller! Janus, sollen wir noch so eine Mülltonne mitnehmen? Nein, wir bekommen Ärger. Warum? Ich meine hier so eine schwarze. Nee. Ripp. Nicht machen. Aber wie geil wäre es, wenn wir Mülleimer hätten? Ja, wir haben Mülleimer zu Hause. Ja, aber keine Tonne. Ja doch. Hast du meine Frau nicht gesehen? Twinkie ist angefressen. Warum? Weiß nicht, die ist müde. Vielleicht will sie Burger fahren. Fickt euch, Gangster! Sag mal dick. Ja, sag mal dick. Ja, super. Super, Twinkie. Super. Und? Hm? Drück mal Handbremse. Jetzt sehen wir dich wenigstens besser. Los geht's. Die drei Superfriends. Plus Ehepaar. Und einer weg. Ah, jetzt. Hallo. 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 Ich bin der Baggerfahrer. You shall not pass. Peanut, was tust du da? Wieso hast du ein... Was ist das? Das ist ein Auto. Wieso habt ihr einen Bagger? Was ist mehr? Komm, Pinsel, fahr weiter. Ich bin jetzt bald. Fürs Erberfeld. Wir kommen groß raus. Ja. Damit holen wir 1000 Erdbeeren auf einmal raus. Nicht immer nur zwei. Soll ich... Wollt ihr mal mit dem Auto einen Backflip machen? Nein, Pinsel. Och, Mann. Oh, schon, okay. Einmal geht. Einmal ist kein Mal. Nein. Echt? Sag mal Feigling. Was? Sag mal Feigling. Feigling. Hör auf! Hör auf! Oh, nö. Jetzt ist mir die Ampel aus der Links gefallen. Ich hab du extra, ich brauch eine neue Ampel. Achtung! Na, du bist so ein Doofkopf, ne? Warum? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber die Kralle ist da oben, wieso schreist du denn? Ansichtssache.
Warum schreist du denn an? Hallo, Pinky. Hallo. Willst du Bagger fahren? Wieso hast du keine Reifen? Oh, das dauert noch 2 Stunden, bis wir da sind. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Und ich dachte, heute ist gar nichts mehr los. Das nenne ich meinen Sonntag. Ich hab das schon wieder... Pinsel! Ist schon wieder verkackt. Hör auf damit! Ich will nur ein Schild für zu Hause. Nein. Nur eins. Nein. Aber die fallen immer in die Schippe. Wenn der Sheriff das sieht, ne? Aber er muss ja nicht hingucken. Wenn die auf die Überwachungsvideos. Oh, nur das hier. Ach, shit. Aber ich will ein Schild. Ich glaube, du brauchst mal Urlaub. Was? Ja. Oh, die fahren jetzt da nicht durch. Oh, da ist nicht gerade. Nee, die ist müde, hat die vorhin schon gesagt. Jetzt haben wir da schon wieder so einen richtig toten Sonntag. Was ist denn eigentlich das für ein Auto? Für was ist das gut? Ach, Lampen, Straßenlampen reparieren. So was machen wir nicht. Mich wundert es halt tatsächlich, dass wir noch keinen Kopf gesehen haben. Leider ist, glaube ich, Oma nicht da, sonst könnten wir wetten. Der muss halt echt ein bisschen aufpassen. Los, drück auf die Tube, Ernie. Boah, wollen wir tauschen? Nee, dafür kommt man ins Gefängnis. Echt? Du weißt nicht. Wenn du so Ampeln kaputt machst, auf jeden Fall. Sag ich keinem. Aber das war schon so. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo Twinkie ist. Aber sauer. I know the way. Okay. Ja, die ist schon wieder sauer. Warum? Weiß ich nicht. Wegen dir. Warum? Weil du nur Blödsinn machst. Ich mache nichts, ich gebe Vollgas. Der war das im Auto. Was? Oh mein Gott. Ey, hast du Macke? Was rammst du mich? Na, bist du besoffen? Pinsel macht das nicht! Pinsel macht das nicht! Pinsel. Ja, und jetzt siehst du deinen Land gewinnen. Das nächste Mal dreh ich hier am Nacken. Idiot. Mach das nicht! Ja, und du, der fährt rein. Der redet halt nicht mal, ne? Nö, der fährt mir einfach hin rein. Wir wollten Alter, nur... Was war für ein Tag, Alter? Ich wollte ich dachte erst, du kippst den oben. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur die Schaufel unter dem seinen Reifen gemacht. Dann wär's das heute für den mit dem Erdbefeld. Ja, ich hab ihn nicht hochgezogen. Aber nächstes Mal, wenn mir einer hineinfährt, dann zieh ich hoch. Dann kannst du aber glauben. Ja, du... Ich glaube, du vergisst... Ach, egal. Na, ich weiß, da fällt selbst mir nichts mehr an. Ich weiß ja, weil du meinst, ich mache nichts. Das sah aber ganz anders aus. Nein, habe ich aber nicht. Ja, das sah anders aus. Habe ich aber nicht. Boah, das kann mega Ärger geben, Alter. Ich soll das Ding einfach nur nochmal fahren. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Wenn der Ärger bekommt, kriegt der Ärger. Da kann ich nichts tun, Schatz. Ich glaube nämlich, der Typ hat den nicht gerammt. Das ist einfach so ein Singfehler gewesen. Ja. Ja, wir haben dich verloren. Ja. Geh heim machen, wenn du müde bist. Ich
Ich bin doch gar nicht müde. Doch, du bist grumpy as fuck. Ja, weil du mich nervst. Oh mein Gott, warum nerv ich dich? Ja, weil du sagst, ich soll schlafen gehen, wenn ich nicht müde bin. Ja, wenn du müde bist, habe ich gesagt. Hallo? Ja. Du bist... Boah, wird nächstes Mal... Wir sind schon im Golfplatz. Gibt's ja Helikopter mit Magneten oder so? So große? Hast du gehört, Twinkie? Ja, hab ich gehört. Wir sind... Was gibt es? Gibt's Helikopter mit Magneten unten, die den Bagger rüberziehen? Weiß ich nicht. Okay. Twinkie, gibt's einen Helikopter mit Magneten? Nein, nein, nochmal falschen Weg hier nicht. Pinsel fragt. Ich glaube nicht. Der Pinsel wird gerade war ein LKW hinter dem. Der ist dem ganz kurz aufgeditscht. Also es sah so aus. Und dann wird der Pinsel den LKW umschubsen mit dem Bagger. Okay. Klingt jetzt so, als hättest du das schon oft erlebt, Twinkie. Nee, ich lese nur nebenbei was. Was denn? Nur was sie so alles bei Reason News steht halt. Okay. Schlaf, Twinkie, schlaf. Papa Peanut ist bald da. Schaust du dich nach einem neuen Mann um? Schaust du dich nach einem neuen Mann um? Nee, ich lese das nur so durch. Ach so. So, wir sind jetzt... an diesem Friedhof hier unten. Ja, ich bin jetzt schon nach Hause gefahren. Ja, wir sind jetzt auch gleich da. Wir sind jetzt gleich an eine scheiß Tankstelle, die du nicht magst. 2, 3 Piccolo lügen nicht. Oh, mich wundert es eigentlich, dass der Sheriff uns nicht anhält. Ich habe auch, glaube ich, heute noch keinen Sheriff gesehen. Vielleicht sind die krank. Ja. Los, Pinsel, drück durch. Wir haben es bald geschafft. Boah. Du alten Rabaukel, du. Essen? Ja. Nee. Hier darf man nicht mal einen Bagger geben. Warum? Weil du bist Chaos. Aber nicht extra. Ja. Wo ist denn der Nimmel? Das ist mir schon klar, dass du so geboren bist. Aber der ist mir einfach in den Rauf gefahren. Nein, guck mal da, Twinkie hat geparkt rechts. Oh ja. Soll ich den noch richtig schaufeln? Nein. Okay. So, wir sind jetzt gleich an der Tankstelle. Ah ja, gleich. Gehen wir nur 20 Minuten. Ich weiß auch nicht, warum wir einen Bagger haben. Für die Umbaumaßnahmen der Villa wahrscheinlich. Der gehört dem Herrn Yubi. Meinst du, Yubi? Boah. Ugelu. Uglu. Uglu. Ugluglululu. Ugluglulu. Twinkie. Ja. Falsch, Parker, so ein Arschloch. Soll ich der darf hier gar nicht parken. Doch, das ist keine Rolinie. Aber ich kann ihn entfernen. Nein, nein. Okay. Boah, ich hätte schon Bock. Du passt auf jeden Fall richtig gut zum Ordnungsamt, Pinsel. Ja. Das ist mein Job für uns drei. Ordnungsamt. Oh, guck mal, der links hier hinter der Park auch beschissen. Oh. Der Grüne. Ja, der steht schon seit gestern so da, ne? Weißt du, und wir werden abgeschleppt. Und der nicht. Weißt du was? Wir bewerben uns beim Ordnungsamt und dann sehen wir zu, dass wir hier Ordnung schaffen. Meinst du? Ja. Meinst du Ordnungshüter in Zivil? Ja. Manchmal mache ich das. Wie viele Autos willst du haben? Ja.
Junge. Was für einen kleinen Pimmel muss man haben. Guck mal der, mit seinem komischen LKW vor seiner Villa. Er hat den Schuss nicht gehört, der Typ. Ach, Mann. Oh, erst noch morgens aufstehen, Käffchen trinken und ab im LKW zum Erdbefeld. Und dann sagen die Leute, wir sind bekloppt. Und das sieht doch noch vernünftig aus hier. Ja. Außer da links, das wird wieder peinlich. Ja, das ist jetzt schon wieder höher. Das ist wieder Feierabend, du. Boah. Wie schnell fährt denn der im Traktor? Weiß ich nicht. So, wir sind jetzt an der Tankstelle. Fast. Da stellt sich aber keinen verkackten LKW vor die Tür. Das haben wir damals gemacht, um die Hut abzusperren, Alter. Boah. Lernte haben wir schon probiert, funktioniert nicht. Wegen dem Sink. Außerdem bin ich schneller als der. Boah. Fahr rein, Piccolo. Fahr mal in die Tankstelle rein. Nein, mach nicht, komm. Du machst alles, was man dir sagt, ne? Nee, nicht alles. Winky. Ja. Na, bist du immer noch am Lesen? Nö, nö. Sondern? Nö, nö. Sollen wir gleich aus der Erdbefeld? Jetzt und da. Arbeiten? Nee. Oh, oh. Aufpassen! Obwohl, der muss aufpassen. Ich glaube, wenn der nicht reinfällt, ist der tot. Dann liegt hier überall Gehirn. Pech, oder? So, wir biegen jetzt ab. Ja. Ist ja irgendein Auto. Wie ja, ist das? Wir kommen gerade. Wie ist das mit dem Auto? Ne, kein Auto. Bagger und Rasenmäher. Nee, die Hupe ist richtig cool. Vielleicht will die ja. Ah, ja, doch, ist der Willi ja. Okay. Oh, das wird schwer. Jetzt wird's langsam hier. Uiuiui. Oh. Müssen den Rasenmäher mal tun. Wir brauchen Turbolader. Ey, tank ich ab. Hä, hey, warum bist du schneller? Bye. Der Bagger, also die Raupe und so, sind vom Juri. Das ist hier Juris Villa. Wir halten das Grundstück nur in Schuss. Das Oberteil, das Team Hashish. Bagger. Das ist so nein. Oh Gott. Los, Pinsel, du schaffst es. Nicht schafft. Oi. Wir sind da, Twinkie. Spring mal nicht Schaufel, ich mach dir mal. Hallo, Willi. Darf ich auch mal fahren? Klar. Okay. Oh, endlich. Hey. Hi. Hi. Du kannst Hi. Hi. Oh mein Gott, was machen die schon wieder? Stellen. Und Opa Willi? Geil, ne? Passt zu deinem Gesicht. Kannst all deine Frau mit nach Hause bringen. Wie ein kleiner 12-Jähriger. Ja. Dabei ist der schon locker 80 oder so. Ja. Guck mal, wie er lacht. Ich geh kaum, ist das geil. Kann ich damit mal zum Unicorn fahren? Ja, wenn du 5 Stunden Zeit hast. Weißt du, was der Pinsel gerade gemacht hat? Aber heute nicht mehr. Kommt so ein LKW, so ein Müllwagen hinten und Ditt stehen, ne? Ja. Und der sitzt in der Raupe. Ja. Und der Pinsel schreit ihn an, dreht um und will den LKW umkippen. Hat der gemacht? Nee. Wollte der, aber ich hab gemeckert.
Hast du jetzt eigentlich mehrere Schlüssel hier? Für den Rasenmäher habe ich nur einen und für das Ding auch nur einen. Also, ja. Der Herr Juri wollte ihn nachmachen. Ja, das wäre gut. Also zumindest für den Rasenmäher auf jeden Fall. Wie gut, dass ich... Heute ist nichts los, ne? Deswegen, ich war auch gerade am Weg ins Bett, ruf den Ronny noch an, du bei dir war besetzt, weil ich noch gute Nacht sagen wollte und dann sagte der, ja, ich, wir fahren gerade Bagger und ich so, hä? Und dann sah ich auch schon das Teil hier reinfahren. Heute ist echt nichts los. Uns hat nicht mal der Sheriff angehalten. Ja. Und der Ronny hat bestimmt, Pinsel hat bestimmt 5, 6 Ampeln mitgenommen. Okay. Sollen wir noch was die Aussicht genießen am Berg? Können wir machen. Scheiß Sonntag. Ja. Warte mal. Ja? Wir haben nur geparkt schon wieder, Alter. So, ich... Guck mal, wie sieht das aus? Oh, ich mach nochmal. Gott, ey. Hast du schön den Rasen kaputt gemacht, Pinsel? Gib die Schlüssel. Hat schon jemand angerufen, Ronny? Ja. Danke. Nee. Boah, heute ist echt, heute ist... Ich safe mal mein Auto. Also. Karibik-Crank habe ich schon vorgelesen. Da könnte ich mir so viel Dummheiten vorstellen mit dem Teil. Der Rasenmäher geht ab. Ja? Kann ich mal fahren? No. Warte. Das ist ein Auto. Das ist ein richtiges Matchbox-Auto, ey. Aber du musst immer hier hochfahren, ne? Weil sonst setzt er auf. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's nur knallen gehört. Aber warte mal. Kann man die Schneidemaschine hier? Na klar. Musst du da dran draufdrücken hier. Oh. Ja, los, fahr. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Komm, Willi. Ich bin dabei. Aua. Komm jetzt, Entschuldigung. Oh. Oh, ist du er auch... Du schaffst das schon. Ja. Ja, ist doch noch ein. Ja, Puddingteilchen, super hast du geparkt. Ja. Ja. Boah, ich dachte für eine Sekunde, die fährt mich nieder. Komm, da hat der Willi Spaß dran. Hab ich denen was getan? Nee, wieso? You are so beautiful. Was? Der hat sein T-Shirt ausgezogen. Oh nee, das will doch keiner sehen. Oder hier schlafen alle, ich bin auch am Pin. Will die keine Kapriolen? Du machst den Rasen kaputt. Soll ich nochmal umparken? Geht doch. Ich glaube, egal. Ja, lass mal so stehen. Ich verstehe dein Problem halt, ey. Warte, hier dein Schlüsselchen. Ich sag der Herrn Juri soll, aber der ist irgendwie ja im Ausland. Dankeschön. Bitteschön. Boah, das kriegt man von der Arbeit, muss ich immer schwitzen. Jawoll. Sollen wir nach oben gehen? Ja. Ja, okay. Komm du, hat jemand angerufen? Nee, hab gerade geguckt. Ich glaube, ich hau mich doch schon in die Falle. So viel passiert ja eh nichts mehr. Okay. Dann machen wir noch eine Männerrunde da oben. Ja, mach das mal. Ja, Twinkie. Puddingteilchen, ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch. Ich hab dich auch lieb, Twinkie. Du bist mir sehr an das Herz gewachsen. Ja. Ich hab dich nicht lieb, weil sonst krieg ich Schläge. Oh, wem? Wir sind mit Küsschen. Ja. Tschüsschen. Hau rein, Alter. Ja, schon eine tolle Frau. Ja, super. Das klang sehr überzeugend jetzt. Bieger verstehen wir. Jungs, wir haben 5 Minuten. Lass uns so viel Spaß haben wie möglich. Okay, was stellen wir an? Lass vom Dach in den Pool springen. Wir machen Männerabend. Let's go. Ich bekomme 100% Ärger. Siehst du, mein Handy klingelt schon.
nicht erst für die Tasche. Das kannst du vergessen. Was ist? Was sagt sie? Was meinst du damit, kann ich vergessen? Ja, mit euren Männern. Wir ziehen uns aus und dann... Nein, wir wollten nur zum Pool. Ich sehe dich gleich drin, mein Freund. Ja, Mem. Sonst besorge ich eine Leine, das sag ich dir. Ich scherze nicht. So, ich bin dran. Ach, komm, du blödes Mist. Geh doch rein. Wie sagt sie? Ich muss auflegen. Komm, ich glaub, der kriegt Ärger. Wie sagt sie? Die sieht mich gleich drin, sonst besorgt die eine Leine. So, dann hat sie wieder den Vogel verhauen. Ach, Mann. So, wann wollen wir jetzt kommen? Los, ab in den Pool. Na, vom Dach in den Pool springen wir. Okay. Eine Frage noch. Ich will nur, läuft bei euch halt noch was? Weil ich würde dann gemein. Ja, das hörst du doch jeden Abend. Zu Hause bin ich der Mann. Ja, passiert dann noch was? What's poppin'? Dann weiß ich, ob ich ein Glas brauche. Was brauchst du, ein Glas? Ach so. Will mal hören. Ja. Ja, der nimmt immer das Glas an die Wand und hört zu. Ja. Ja. Wie, ich frag mich, wie die das gehört hat, Mann. Dass ich gesagt habe, Männerabend. Also, schreien. Wie kommt man hier aufs Dach? Hier Mann, kommst du nicht. Nee, doch, wann mal. Der Pool ist auch zu weit weg. Ach, Quatsch, das schaffst du locker. Ja, ist klar. Ja, bestimmt kann man hier... Oh, aua, aua. Das ist eine Fensterscheibe. Die habe ich nicht gesehen. Du kannst aber von dem Schirm da hinten springen. Drauf. Du kannst von dem Schirm... von dem Schirm da hinten runterspringen. Ja, Pinsel, mach mal. Pinsel, spring mal vom Schirm runter. Ich gucke erst zu. Boah, wie ich hier einfach 153 FPS habe, Mann. Ich gehe wieder in die Stadt. Junge, Junge. ist schlecht. Und? Naja, ich komme nicht so hoch. Oh, Pinsel versucht. Wo? Oh. Wir sind doch Männer, wir könnten den Bagger holen. Stimmt. Ich hol den Bagger. Okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Oh, Pinsel ist oben. Pinsel. Ja? Los, spring in den Pool. Pinsel. Komm hoch, ich warte auf dich. Nee, du musst erst springen, du schaffst das schon. Ja, ganz viel Anlauf. Oh Gott. Das schaffst du locker. Ja, das sieht nur so weit aus, das ist gar nicht so weit. Das ist ein Katzensprung. Ja. Los, Pinsel, schaffst das. Du brauchst nur viel Anlauf. Du hast längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt komm noch schon, Pinsel, nicht. Ich habe noch 3 Minuten Männerabend. Oh. Leb deinen Traum, Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn du in den Pool reinspringst. Aber das ist so weit. Sei doch bereit. Spring einfach rein. Es ist gar nicht so weit. Genau. Go, Pinsel. Oder doch lieber den Bagger, oder? Go, Pin, nein. Du schaffst das schon. Komm, Pinsel, was soll schief gehen? Ja, was soll schief gehen? Ja. Gebrochene Knochen heilen wieder. Genau. Und halt, wenn du auf den Mund fällst. Los, Pinsel. Ja, was ist das für eine Lachnummer? Oh, ich wollte springen, aber ich bin abgerutscht. Oh, das war auch nicht. Scheiße. Los, noch ein Pinsel, schaff das schon. Das sollte ein Körper werden. Schafft man denn so weit? Ja, schafft man das. Reicht doch. Kann man nicht von dem Schirm springen? Ja? Ja, das ist doch für kleine Kinder. Braucht man Juri aber den Pool ein bisschen verschiebt. Dass wir den umbauen dürfen. Du bist so ein Weichei, dass du nicht da runterspringst. Ist schon spät. Bis der Arzt hier ist. Ja? Ach, als ob. Ja. Komm, wir genießen die Aussicht nochmal. Ja.
Das war klar, dass du dich wieder ausruhen willst, faule Sau. Ach ja. Mann, beim nächsten Mal dann aber. Ja. Ja. Vielleicht, weil Alkohol im Spiel ist. Ja, okay. Die. Dann fahr ich hier mit dem Crossbike über den Berg und zack in den Pool. My name is Peanut Smalls and this is Jackass. Jetzt müssen wir dir eine Mause klappern, deinem Schwanz tun. Billy, guck mal, ich hab einen Pullermann auf mein Oberteil. Auf die Hose. Ja, ich weiß. Pullermann. Der ist so groß wie der Originale, ganz klein. Das stimmt. Aber und lebt zurückgezogen, so wie so eine Schnecke. Warum? Die zieht sich auch immer zurück. Aber ich hab doch kein Haus, Johnny. Boah, guck mal, wie mein Arsch leuchtet. Da kommt der Ding halt, dein Arsch hat gleich hier muss. Komisch, dass die Akkus nicht leer gehen von der Hose. Komm, wir gehen an mein Apfelbäumchen da oben. Ach, du hast einen Apfelbaum? Ja, da oben. Wer bist du, Adam? Ja. Adam ist Apfel? Ja, Jutta ist Eva. Gib mir mal einen Flitzebogen, ich schieße schon Apfel vom Kopf. Boah, guck dir die Aussicht an. Schon toll, ne? Wow. Und jetzt kommt so eine Bombe so. Dann sind wir aber auch weg. Dann siehst du die ganze Erdbeeren so in die Luft fliegen. Und die LKWs, die da rumstehen. Körben, die gefüllt sind mit Erdbeeren. War dir mal da gewesen? Da unten wohnt mein Freund Pete. Ja. Der studiert da. Also? Meeresbiologie. War dir mal in den letzten Tagen beim Erdbeerfell? Ne, da bin ich schon nie wieder. Das wird immer schlimmer. Da stehen jetzt ungelogen 13 LKWs oder 14. Ja, die sind doch bescheuert. Ohne die Autos dazu zu zählen, ne? So viel Früchte, wo sind wir denn hier auf Madeira? Das ist dein Apfelbaum? Ja, da habe ich mich letztens hier mit der Antea getroffen. War ganz schön hier. Habt ihr euren Namen da reingeritzt in die Rinde? Ja, klar. Big Willy? Yes. And Small Antea. Sogar kein Apfelbaum, keine Früchte dran. Ja, noch nicht, der ist ja noch am Wachsen. Das ist eine Birke, du Idiot. Okay. Mit einem weißen Stamm. Boah, guckt euch das an. Glaubt ihr, dass wir es geschafft haben? Na klar, guck, wo wir leben. Guck, wo wir wohnen. Guck mal, und ist niederes Volk. Meinst du, wir können... Ringverdiener. Meinst du, wir kommen so weit mit dem Spucken? Nee. Ich habe heute Sandkuchen gegessen. Bei mir ist nichts mit Spucken. Aber ist schon toll hier oben. Wisst ihr, wenn geil Chris wäre? Andem. Was denn? Kennt ihr die Eichhörnchenanzüge, mit denen man so den Berg runtersaust? Ja, so einen habe ich im Dings, im Kleiderschrank. Ja, ich brauche auch so. Geht aber vorne nicht mehr der Reißverschluss zu. Das ist schlecht. Das wäre cool. Den habe ich mal gekauft für eine Cosplay-Convention. Ich wollte jetzt als Theodore gehen. Marvin, Simon, Theodore. Ticke, ticke, der ja. Tschüss, Leute, Andi, schlaf gut, ja, heute. Ich werd grad sentimental. Lonely, I'm so lonely. I have wir bräuchten nobody so ein paar Stühlchen, ne? Oh my own. So ein paar Klappstühle. Ja. Da stehen da nicht irgendwelche? Oh, hier, ich hatte einen links. Ah, warte, da. In Hosentasche. Ich kann man. Origami-Klappstühle sind das. Ja, da ist auch noch einer. Den hatte ich noch von Antea. Das ist doch ein Holzstamm. Nee, geht aber im Rücken. Nee, so eine schöne Bank. Ja. Oh, also, guck mal, rechts ist ein Sportplatz. Ja, das ist doch Universität. Ja, da habe ich meine MPO gemacht. Da kannst du deine medizinisch-psychologische Untersuchung. Auf gar keinen Fall. Ich bestanden. Hast du bestanden? Ja, klar. Aber du bist alt. Ja, ich bin 45 im Körper eines 25-Jährigen. Ach, du bist so locker schon 70. Nee. Wenn du eine weiße Rohbahn hast, dann könntest du bei Herr der Ringe mitspielen, Gandalf. Ja, das stimmt. Ja. Aber der Balrog fickt dich noch.
Ich hab meinen langen Stab dabei. Ja, der hat dir auch nicht geholfen, als der dich ausgepeitscht hat. In der Mine von Moria. Ja, aber steh ich drauf auf Peitschen. Weißt du, wie traurig der Fridolin war, der Hobbitzen? Fridolin frag. Und dann kam er auf einmal wieder. Ja. War kurz 10 Minuten Dings, ne? Bewusstlos und dann ist er wieder da. Auf einmal heißt er Gandalf der Weiße. Er gibt gar keinen Sinn. Steckt ausgemacht, den Quatsch. Boah, ich hab den nur 17 Mal geguckt. Ich hab da schon locker 15 Mal geguckt. Ich meine, 17. Was hast du gesehen? Ich 17. Verstehe nicht. Was ist mit der Junge? Ja, weiß Bescheid. Also Boah, wir sind die drei Muskelkater. Boah. Die haben wir den aber wirklich. Da alles, was ihr sehen könnt, gehört uns. Wir sind wie bei König der Löwen. Wow. Irgendwann schaffen wir es. Da ist ein Auto. Da kommt einer nach Hause. Ich habe genau die Blinkelichter gesehen. Über diese Stadt, ja, muss ich irgendwie zugeben, ne? Ja. Da rechts. Wo? Da rechts ist ein Auto. Oh ja, da. Wir sollten uns mal ein paar Werfähige Steine. Wo fährt er denn hin? Ja, in den Berg rein. Ab in eine Kohlemine, wohin sonst? Arbeit. Hi-ho, wir sind verknickt in Schön mit dem Zentorno im Bauarbeiterhelm, ab in eine Mine. Scheffel, Häusle bauen. Ich habe damals, habe ich mal so ein Video gesehen. Hat das gesehen? Von World of... Kennst du World of WoW? Welt der Kriegskunst. Ah ja? Ja. Da gab es so ein Video. Ja? Da haben so 8 Zwerge oder 7 Zwerge auf so einen Batzen Gold rumgehauen. Ja? Und kennt ihr das nicht? Elimania oder so heißt der? Egal. Mit Horst, dem Krieger. Ja, genau. Und hauen die durch Feder da auf diesem Goldding rum. Hi-ho. Und hast du im Welt der Kriegskunst noch nie Erze gefarmt? Das braucht man, sonst bist du kein Schmied. Offel. Ohne Schmied gibt's kein Equipment. Ich war ein Knirscher. Knirscher. Ach, du bist doch so ein Kacknub, du bist doch bestimmt bei Horger gewiped. Im Wald von Elwin. Du hast doch nicht mal die Quiz geschafft. Ach, Wurschen, jetzt für die 12. Ich hab Wildtier töten +3 auf meinem Schwert. Oh, ich dachte, du sagst rot. Jetzt was anderes. Das SCH, das kam dann irgendwie. Okay. Nee. Quatsch. Paladin Level 12 bin ich. Jeder kennt mich im Sturmwind. Ich lauf da immer ohne Hose rum. Ich wollte gerade sagen, Sturmwind ist eher in deiner Hose. Wenn ich mit meinem Mount angeritten komme. Hat zwar nur noch ein Auge, aber ich bin trotzdem für die Pro. Ach, nix. Nix, Ali. Nix. Nix. Ach, du bist eine von der Horde. Na klar, wenn dann ein Team Kind. Was? Dann sind die Kids von meinem Team. Was für Kids? Weißt du, was der spricht? Da, Junge? Hat der irgendwas? War das Orkisch? Okay. Zuck. Nee, Keck. Arbeit? Mehr Arbeit? Ich geh dann mal. Du nicht nehmen, meine Kerze. Ja, aber das ist Allianzgebiet, Trottel. Das ist weit von Elwin. Jo, Ich glaube, der Leuchtering drückt zu sehr um den Hals. Er kriegt keine Luft mehr. Hier. Hören kriegt keinen... Von welcher Quest hast du deinen Hals? Sie backen. Aua. Ich bin so froh, dass uns keiner zuhören kann. Ja. Ja, wir sollen uns auch zuhören, vorlesen. Ne? Was? Wer soll uns auch zuhören hier oben? Was steht denn in deinem Buch? Ich mein Lull. Ganz viel Lull. Haha, passt perfekt gerade beim Herz dann zocken. Keine Ahnung. Das ist auch nicht. Das ist ein komisches Forum hier. Hahaha. Lull. Hahaha, Lull.
Grüße. Da hat sogar einer beleidigt gerade. Trink mal, das wird eigentlich geheimautet. Das Mann, geht ja gar nicht. Oh, das kriegt auf. Wir sind hier die Moderaten hier bei Knudel. Mach mal weg den Mist. Bitte auf, bitte. Oh, oh Gott. Da kommt sogar Keck weh. Junge, bitte mein Herz. Der sucht dann nach Herzmedikamenten. Hoffentlich kriegt er Replax. Doppelherz. Bitte. Steh das nicht. Bitte. Da habe ich die App gar nicht runtergeladen. Was steht denn bei dir, Willi? Fragen die Leute, ich hab's ein Rezept kennst für Schlepphoden. Ich mach das aus. Oh, ich bin im Kölschen Forum hier. Ja. Was haben die heute Frühstück? Ich geh kaputt. Er tickt richtig, aber ich glaube, wir sind irgendwann mal der Ball. Urlaub, ich komme. Viva la Mexico! Vegas war gestern. Scheiße. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ich habe YouLife-App vorgelesen. Ja, ja. Ja, was glaubst du denn? Da bei der Weasel News. Weasel News. Ja. Boah. Ach ja, heute ist ein scheiß Tag, Sonntag. Sonntag geht nichts ab. Nee. Alle sind müde. Komisch, ne? Ja, aber. Wir müssen uns morgen treffen, Leute. Warum? Morgen ist Einjähriges von Cody. Ach, stimmt, von Cody. Ja. Dann gibt's wieder Actionfiguren. Ach, herrlich, das war nochmal richtig gut. Das hab ich gebraucht. Ich hab nicht umsonst die 23 auf meinem Trikot stehen. Ich bin im Team. Im Team? Ja, im Team. Das stinkt irgendwie. Ich geh mal kurz weg. Entschuldigung. Jetzt weiß ich auch, wie du dich hier so jung gehalten hast, Willi. Du klaust hier Aloe Vera, ne? Ja, richtig. Das ist schon ein Kaktus. Was kein Kaktus? Aloe Vera, du Idiot. Och, der hat doch Zacken. Und du passt auf Kinder auf, Mann. Ja, aber ich habe die falsche. Würde ich nicht mal meinen Hamster anvertrauen, wenn ich ihn hätte. Ja, danke. Geht schlafen, es war zu stramm. Was? Geht der schlafen? Ja, ja. Warte, wir sind doch noch gar nicht fertig. Noch hat mich gedisst. Das hängt so. Das hieß jetzt der Moment, Polizeischutz, wenn du sagst, Bushido. Es tut dir leid. Was gehört? Sag du, es tut dir leid. I'm so sorry. Oh, ja, ich verzeihe. Assalamu alaikum, Cousin. Ich hab Hunger. Hunger? Wieder? Sollen wir noch wohin fahren, oder was? Nur no, Blue Boy. Nee, das noch was, Alter. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist so ein Ekelhafter. Was denn? Nee, der Willi. Und der sagt, der ist nicht alt. Du stinkst schon nach Tod. Ich? Oh. Das ist von Jutta. Du riechst nach... Ich dachte, du hast dich von dem getrennt. Ja, hab ich auch. Also, wir waren ja auch nie zusammen. Wirklich. Glaube ich. Ja. Keine Ahnung. Ist kompliziert. Na gut. Ich glaube, ab in eine Falle. Scheiß Sonntag. It is what it is. Komm, bei Mai zusammen schlafen wir ganz schön Binky liegen. Oh ne, was hat denn? Habt ihr so viel Platz? Hör auf, die Audi auf die Frau. Audi auf die Fresse. Oh, ich geh lieber in meine Wohnung. Bumshöhle, da stinkt's nach Abfall. Da stinkt's nach Panther. Du stinkst da. Pizza auf Hallo, ich hatte noch keinen Tannenbesuch da. Also, ja, du hast schon recht. Manchmal was ihr immer von mir denkt. Hä? Weißt du? Aber ja. Wir sagen ja nicht straight so OC. Ja, wie ist das immer stehen so bleiben zu müssen? So. Aber könnte man auch Billy? Bestrafen, hast recht. Hä? Hm? Was? Das fällt ja. Ja. Ich sag ja nicht im RP so, oh, schließ mein Chat vor.
Sondern wir spielen halt ja im App. Aber eine Horde spielen wir ja mal Kinder, und gucken oder? Im Forum oder so ein Quatsch. Ja. Oder? Was? Horde Kinder, ja, richtig. Eine Horde Kinder. Nein, bei der Allianz spielen nur Kinder. Was? Was? Gar nicht, meine ich. Ich bin nicht mehr bei Welt der Kriegskunst. Da dachte ich. Jetzt sind noch in der Horde. Oder nicht? Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Weiß nicht. Uiuiuiui. Soll ich dich fangen? Kann mich einer auffangen? Boah, nee. Oh, oh mein Gott, aua. Oh Gott, aua. Ausgenockt. Aua. Das machen wir nochmal. Wir gründen unseren eigenen Wrestling-Verein. Warte. Boah, Chokeslam. Okay, seid ihr bereit? And it's Peanut Cena! Oh, warte. Oh. Nein, aua. Bin hingefallen. Oh, ich bin... Oh. WWE. Nochmal, okay. Irgendwann Let's von... Let's go. Bam. Oh. Da liegt ja... Lutscher. Eine Leckmuschel und ein Lutscher. Warte, bleib liegen. Oh, oh. Oh, mein Gott. Ich komm. Oh, Gott. Ui. Oh, daneben. Ich hab euch nicht mehr gesehen. Oh, mein Rücken. Oh Gott. Oh, Scheiße. Sollen wir heute hier schlafen? Ich krieg einen Asthmaanfall und einen Stern, ey. Sollen wir hier schlafen? Ist so schönes Wetter. Oh, Dicke. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Noch einfach. Okay. Oh, Ronny, ich glaube, wir sind tot. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, jetzt. Attacke! Aua! Oh. Mein Rücken! Aua! Eieiei. Ei, ei. Oh, ich glaube, ich bin auf den Spatz gesprungen. Ein Spatz? Aua, ich gehe nach Hause. Oh, ziemlich mit. Ja, okay. Wie ein Schlitten. Komm. Hey, danke. Willst du mal einen Vorsprung sehen? Komm. Ich kacke noch was heute hier. Hoffentlich reißt meine Elbenschnur nicht. Oh, pass auf, bei dem. Auf dem Stein, jetzt tut's weh. Und jetzt gleich kommen die Treppen. Nein, bitte. Jetzt hab ich es ab, Baby. Jetzt hab ich es ab. Das darfst du keinem erzählen. Der Pinsel ist jetzt Schlitten. Steh besser auf. Ich hab losgelassen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Autschi. Bin ich eine Sache noch? Ja. Komm mal her, ein Stück. Okay, reich. Geh wieder runter. Jetzt zeig ich dir mal einen Speedrutscher, okay? Oh, okay. Achtung. Peanut macht Foto. Hast du mich geblitzt? Ja. Ja, hat schon. Viel zu schnell. Viel. Oh Gott, Weil bei Twinkie das gesehen hat, haben wir Ärger bekommen. Warum? Geht die nicht da am Fenster? Oh. Oh oh. Oh Gott, ja, in Kampfposition. Und. Zickzack, hab ich gelernt. Mein Rücken tut weh. Zickzack in die Puppe. Zickzack, Hühnerkacke. Zickzack, meine Folge. Wollen wir mit den Cowdies, ne? Ja. Scheiße, guck mal, da ist. Und... Hast du den Bagger abgeschlossen, Pinsel? Oh. Ja. Ah, herrlich, herrlich. Ich glaube. Oh Gott, bist du verletzt? Ja, ich hab meinen Rücken wehgetan. Oh. Guck mal nochmal lieber. Was? Twinkie Burgers. Gute Nacht, ihr Lieben. So, gute Nacht. Okay. Bis morgen. Gute Nacht. Und wer einer kommt wieder um 3 Uhr aus dem Haus und brüllt dir wie ein Affe rum. Da war der Ronny.
Nächstes Mal kommt ein Golfschläger raus. Ja. Wollen wir uns drücken? Ja, ich würde sagen, auf drei, ne? Was? Nee. Alle drei zusammen. Eins. Zwei. Ja. Drei. Und oh, ist das heulich. Das heulich. Das ist heulich. Das war der kündigste Moment in meinem Leben. Oh, nochmal. Good night. Bye. Have a great time. Good night. Ricky. Papa kommt nach Hause. Bullet Clash. Ja. Machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Ist immer toter Sonntag. Gute Lied, ja, gute Lied. Und ja, manchmal, man muss halt extrem darauf achten, was man sagt und wie man das da ausspielt. Könnte bestraft werden, könnte nicht. Kommt doch auf den Server an. Dachte noch Geiselname, geh nix, Junge. Außerhalb vom Spiel und außerhalb von Los Santos gibt es die Dinge ja wirklich, worüber man redet. Zum Beispiel, wenn man IC von World of Warcraft redet. Gibt's ja, nun nicht halt da. Nee, wenn man nicht über die Dinge reden dürfte, die da nicht existieren, dürfte man auch niemals sagen, dass es irgendwie eine Feuerwehr gibt oder so. Oder dass ich noch nie in Los Santos Boote gesehen habe und so ein Quatsch alles. Und jeder weiß, dass Boote existieren. Das ist auch oft nicht besser. Ist halt, solange man nicht übertreibt. Ne? Heute mal ruhig, aber doch sehr unterhaltsam. Das ist der Sonntag. Aber ich gucke mal. So, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Bei Projektleiter selbst kriegt es auch am meisten rein. Ich sag so, wenn ich übertreibe, wenn ich eine Grenze überschreite, dafür den Support muss und dafür bestraft werde, ist das fein. So, dann akzeptiere ich das, dann weiß ich, yo, let's go und dann zügle ich mich noch mehr. Wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für heute. Für den Support, für alles. Bleibt gesund und wir sehen uns nachher wieder ab 19, okay? Tschüss, bye bye. 19 Uhr, je, je. Immer 19. Danke und tschüss. Gute Nacht. Tschüss.